Neues Jahr, neue Runde in eurem Hörspiel-Podcast, die Talker Lounge. Eure Berater in Sachen Hörspiel. Wow, dies ist schon unsere Folge 149. Eure Hörspielexperten sind heute Sabrina, André, Therese und Florian. Das letzte Wort hat heute Mirko. Und jetzt bitte alle still sein. Es geht los. Wir haben es geschafft, es ist soweit, das neue Jahr, es steht bereit. Auf das alte blicken wir nachher zurück. Wir wünschen euch für 2021 viel Gesundheit und Glück. Mit diesen Worten begrüße ich euch zur 149. Folge der Talker Lounge und damit der ersten Ausgabe für das Jahr 2021. So, schauen wir mal, wie das Team ihre Silvesterfeten überstanden hat, ob einige es gut überstanden haben oder einige vielleicht noch mit ihrem Kater zu kämpfen haben. Der Podcast besteht heute aus Therese. Hallo, frohes neues Jahr. Ich gehe immer vor Mitternacht ins Bett, in der Regel, von daher kein Problem mit dem Fit sein. Sabrina. Ja, von mir auch ein frohes neues Jahr. Ich war auch früh im Bett und ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Florian. Was für ein genialer Reim. Hut ab, okay. Herzlich willkommen an euch da draußen. Herzlich willkommen im neuen Talker Lounge und Hörspieljahr 2021. Hoffentlich haben wir wieder viel zu hören, viel zu erleben und in Bezug auf letztes Jahr, es kann nur besser werden. Also legen wir los. Und zum Schluss der André. Ja, von mir auch ein großes Neues und ich hoffe auf viele schöne neue Talker Lounge Folgen. Na, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Einige haben ja gesagt, sie haben geschlafen über Silvester. Wie langweilig. Habt ihr euch denn alle gute Vorsätze fürs neue Jahr gemacht? Naja. Naja, wie das immer so ist mit den Vorsätzen. Man macht sie und dann funktioniert es nicht, ne? Deshalb mache ich sowas auch nicht mehr. Viele Hörspiele hören. Schöner Vorsatz. Ja, das sowieso, ja. Ich habe ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und die wären? Zum einen, da bei meiner letzten Moderation kein Veto aus der Community oder so kam, haben wir beschlossen, dass ich das jetzt öfters mache. Naja, beziehungsweise Fabian und ich haben das beschlossen. Sehr schön. Wir wurden gar nicht gefragt. Ich mache das vielleicht auch ein, zwei Mal mal wieder. Aber Mirko, du musst jetzt natürlich immer reimen, ne? Ist klar. Nee, irgendwann wird es ja dann auch langweilig. Und Henrike kann das ja auch ganz gut. Stimmt. Er wird jetzt zum Riddler. Genau. Naja, und Fabian und ich haben es halt beschlossen und es ist halt dann so, dass wir uns abwechseln, so wie halt auch Sabrina und Henrike. Und zum Zweiten habe ich mir gedacht, ich werde ein bisschen netter sein. Oh. Vor allem zu den weiblichen Teammitgliedern. Warten wir es ab. Mein Sonnenschein, Sabrina, kannst du uns denn sagen, was wir heute für Hörspiele rezensieren? Oh, bitte wird wieder normal, Mirko, das geht gar nicht. You're my sunshine, my only sunshine. Naja, vielleicht gibt's andere Situationen, wo wir gerne darauf zurückkommen, ne? Ja, vielleicht machen wir es so. Wir sagen dann, bevor du nett sein sollst. Ja, wir sagen Bescheid. Genau. Na gut, eigentlich wollte ich den guten Vorsatz erst am Ende der Sendung über Bord werfen, aber dann mache ich es jetzt schon. Nein, nein, du darfst es schon gern machen, wenn wir dich dazu auffordern. Ob ich das dann auch will? So, die Zuhörer wollen aber wissen, was wir für Hörspiele heute rezensieren. Also, leg los. Ja, also erstmal bestehen wir mit Lea ein weiteres Abenteuer in Dragonbound Folge 15, das silberne Horn von Arun, Teil 2. Und dann geht's auf die Pferderennbahn mit Knight Rider Folge 12, eine Nasenlänge voraus. Gut, und wie ich in meiner Einleitung ja schon gesagt habe, blicken wir heute auf das Hörspieljahr 2020 zurück. Wie wir das jedes Jahr machen in der ersten Sendung im neuen Jahr, passiert das im Talk im Studio. Die Hall of Fame ehrt heute Karl-Walter Dies. Und im Interview stellt sich Florian Kleid den Fragen von Florian und André. Ja, das ist der Plan für die heutige Sendung. Aber eins wird sich in diesem Jahr auch nicht ändern. Vor der ersten Rezension gibt es immer einen Trailer. Bis gleich. Hallo Freunde, ihr möchtet euch informieren, welche Hörspielproduktion demnächst auf dem Markt erscheint? Da hilft euch nun die Talker Lounge auf die Sprünge. Auf unserer Seite www.talker-lounge.de findet ihr in der Sektion Hörspiel-VÖs eine Übersicht kommender Veröffentlichungen. Wenn ihr dann auf ein Hörspiel klickt, gelangt ihr in den Shop,
wo ihr diese Produktionen kaufen könnt. Vermisst ihr dennoch ein Hörspiel, dann meldet euch bitte bei uns und helft uns, diese Sektion zu vervollständigen. Aber auf unserer Seite gibt es noch mehr zu entdecken. Zum Beispiel interessante Textrezensionen zu aktuellen Hörspielen oder eine Übersicht aller Talk-im-Studio-Themen, welche wir in den Sendungen besprochen haben, mit Links in die jeweilige Sendung hinein. Ein Blick lohnt sich auch auf unsere Webseite, weil in der Sektion Talker Lounge Unplugged Interviews zu hören sind, welche nicht in unseren Podcast-Folgen enthalten sind, sondern nur exklusiv auf unserer Internetpräsenz. Also eine Internetseite, welche man sich merken muss. Allein schon wegen der aktuellen News. www.talker-lounge.de. Anfang letzten Jahres haben wir Shelandra mit einem Cliffhanger verlassen. Wie es da nun weitergeht, hören wir heute. Und zwar in der 15. Folge der Serie Dragonbound, das silberne Horn von Arun, Teil 2. Nach der Inhaltsangabe geht's dann auch schon los. Dragonbound, Folge 15. Das silberne Horn von Arun, Teil 2. Lea und Koni sind durch eine Falltür gefallen und befinden sich in einem Kellergewölbe. Sie müssen gegen eine menschliche Kreatur kämpfen. Diese bringt Lea in seine Gewalt. Da Koni Lea nicht helfen kann, flieht er zunächst, rettet Lea aber schließlich mit einem Dolch. Die menschliche Kreatur wurde allerdings nur vorübergehend außer Gefecht gesetzt, da es sich um einen Untoten handelt. Rog folgt Koni und Lea in den Keller, um ihnen zu helfen. Der Untote wird schließlich von Lea durch Feuer getötet. Es handelt sich um den Diener des Laborbesitzers. Die Gefährten finden Aufzeichnungen des Alchemisten. Sie finden heraus, dass er Wiedergänge erschaffen hat. Der Diener war verwandelt worden und hatte einen Dämon in sich. Er sollte unsterblich werden. Zunächst schien das Experiment erfolgreich zu sein. Dann verfiel der Diener dem Dämon und wurde zu einer Gefahr. Der Alchemist konnte ihn im letzten Moment im Kellergewölbe einsperren. Um den Tod seiner Frau zu verhindern, führte der Alchemist das Ritual erneut durch. Er hoffte, dass der Dämon dieses Mal nicht so stark ist. Leider erfüllte sich diese Hoffnung nicht. Der Alchemist wollte sich selbst auch verwandeln. Das Ritual wurde von seiner untoten Frau jedoch absichtlich unterbrochen. Lea findet schließlich das silberne Horn und kann es im letzten Moment spielen. Das Siechtum des Alchemisten wird beendet und seine untote Frau, die die Gefährten bedroht hat, wird getötet. Der Wanderer teilt Lea mit, dass sie nur eine weitere Runde des Spiels gewonnen hat. Ihre nächste Prüfung besteht darin, zu überleben. Und die nächste Gefahr lässt auch nicht lange auf sich warten. So, über die erste Szene müssen wir jetzt mal sprechen. Lea und Koni sind ja da in dieses Loch gefallen und Lea ist wütend auf Koni. Koni trottet dann irgendwann von dann, hilft aber Lea dann, als sie in Not ist. Versteht ihr oder könnt ihr Leas Wut nachvollziehen und wart ihr überrascht, dass Koni Lea hilft? Also erstmal, Lea reagiert wie Lea und ist mal wieder ein bisschen drüber. Also ein bisschen, sie wird sehr beleidigend. Also sie sagt sowas wie, Denken gefährdet die Dummheit und vergleicht ihn irgendwie mit Ziegen. Also sie ist schon sehr drüber. Aber dass Koni ihr dann doch hilft, hat mich überhaupt nicht überrascht. Also das war irgendwie klar. Oder wart ihr davon überrascht? Nein, also ich bin auch der Meinung, dass Lea drüber war. Grundsätzlich kann ich die Wut ein Stück weit nachvollziehen, weil der Koni ist schon so ein bisschen trottelig immer, muss ich sagen. Ne? Aber Lea ist natürlich sehr beleidigend geworden, unangemessen, beleidigend. Sie macht ja auch Fehler, so ist es ja nicht. Ne? Nein, dass Koni ihr geholfen hat, zum einen ist er in sie verliebt und zum anderen ging es ja hier wirklich um Leben und Tod. Also das hat mich auch nicht überrascht. Naja, ich sag mal so, Lea war drüber, halt ein Lea drüber, so wie sie immer drüber ist. Das war jetzt nicht irgendwie unnatürlich, das ist halt Lea, finde ich. Ja. Ja, und ne, überrascht war ich auch überhaupt nicht, weil Lea ist halt das Verliebtsein mal dahingestellt, auch wenn er nicht verliebt gewesen wäre. Denke ich mal, hätte er
trotzdem geholfen, weil sie ist eine Gefährtin, mit dem er auf Reisen ist und sie war in Not. Also hilft man. Da ist eigentlich schon alles gesagt worden. Das Wesentliche wurde schon gesagt. Das Einzige ist, das ist eigentlich das, was mich an Lea am meisten stört, dass sie manchmal so over ist, also ihr Verhalten. Okay. Geht Rotsch mit Dogo mal wieder zu hart um? Auch das ist schon Standard, so genau wie Lea immer mit Koni drüber ist. Ist Rotsch immer zu hart mit Dogo, also auch das ist normal langsam. Ja, es hat irgendwie auch immer was Witziges. Irgendwie tut er einem zwar auch so ein bisschen leid, der Dogo, aber lustig ist es schon. Also wenn Rotsch so sagt, er kann jetzt auf seine Hasenfüßigkeit oder so keine Rücksicht nehmen. Ja, also Dodge ist auch gut. Ja. Die Mischung zwischen beiden, ja. Ja, genau. Ja. Dogo stellt sich aber auch wirklich döspaddelig an in der Szene. Also, ich weiß nicht, so richtig doof. Was für ein Zeichen soll ich geben? Also, Ja, und was ist eurer Meinung nach am spannendsten? Oder welche Szenen sind eurer Meinung nach am spannendsten? Also ich fand eigentlich die ganze Folge wie auch die letzte durchweg spannend. Also wenn ihr jetzt was herausheben müsste, dann der Anfang, wo Lea und Kuni halt auf den Saleb treffen, den halt verwandelten Saleb, wo wir nachher noch drauf kommen. Und ansonsten ist die ganze Folge durchweg spannend. Ja, ich fand irgendwie, es hat sich ziemlich viel gezogen. Darauf komme ich dann auch, wenn es um die Rückblicke geht. Ansonsten Mirko, ja? Sind wir einer Meinung? Was macht ihr denn mit meiner schönen Bewertung hier? Also ich sag doch, ich will netter werden. Oh mein Gott. Da bist du zu mir aber gerade gar nicht nett, nein. Ja, also ich finde die Folge auch durchweg spannend, muss ich sagen. Gerade auch das Finale, wo Lea sowohl sich gegen die Wiedergängerin wehren muss und auch Rutsch helfen muss. Und dann hat sie noch den Wanderer sozusagen, der da noch im Hintergrund stichelt und sie ihr sagt, genau, dankeschön. Also das ist schon grundsätzlich spannend. Ich persönlich fand auch die Rückblenden spannend. Also mich haben die tatsächlich auch gefesselt. Für mich hat sich's nicht gezogen, aber das werden wir ja später noch genauer besprechen. Es kommt schon die Widerrede sozusagen in Form von Ja. Also spannend fand ich tatsächlich den Anfang am meisten. Also wo Lea dann allein gegen den Untoten kämpfen muss. Das war schon auch unheimlich und spannend. Aber sonst muss ich sagen, dass es sich für mich auch sehr in die Länge gezogen hat, diese Folge. Ja, also ich beende jetzt mal meinen Satz von vorhin. Die Kampfszenen fand ich halt am spannendsten. Die waren auf jeden Fall ein Highlight, ja. Waren euch denn alle Sprecher bekannt, die im Hörspiel mitgewirkt haben? Also, darf ich mal wieder anfangen? Also ja. Natürlich, die normale Crew kennt man ja, also Bettina Zech, Lea, Jan Oltmanns, Rotsch, dann Martin Sabel, Dogo. Aber der Rest war mir auch durchaus bekannt. Zum Beispiel Silvi Nogler, die Persede gesprochen hat, kenne ich aus einigen Contendo-Produktionen und dann aus einigen Mindmapping-Folgen. Gut, zu Peter Weiß muss ich nichts sagen. Peter Weiß haben wir interviewt, Therese und ich. Und der ist mir schon viel persönlich begegnet. Also den feiere ich immer ab. So in dieser Folge, der ist super nett und ein super toller, alteingesessener Sprecher. Ja, Marc Schülert ist klar. Ohrenkneifer, Jan Odle, Will Smith, also Falderon. Ja, und Stefan Lindner von Lindenblatt war auch dabei in einer kleinen Rolle, also ja. In welcher Rolle war der? Das weiß, habe ich jetzt auch schon tatsächlich wieder vergessen, Schande über mich. Okay, kein Problem. Und dann sind so ein paar Leute, die waren mir nicht bekannt, aber so der Großteil war mir bekannt. War das nicht ein Untoter? Genau, klar, kann Untoter gewesen sein, richtig. Okay, also nur Rumgeschreie quasi, also ja, meine ich jetzt genau, nicht abwertend. Genau. Da kann man ja gar nichts mehr zu sagen. Ja, Entschuldigung, ich habe mich wieder im Vordergrund gedrängt. Kein Problem, bin heute etwas heiser. Aber kanntet ihr sie tatsächlich auch alle? Also die Persede kannte ich nur mal aus dem Gruselkabinett, weil wir die ja neulich rezensiert hatten, die Folge, glaube ich, wo sie auch dabei ist, wenn ich mich richtig erinnere. Die Silvi Nogler ist uns schon mal in Folge 5 und 6 über den Weg gelaufen als Wahrsagerin. Ah, okay. Das war doch, glaube ich, wenn ich mich noch erinnere, ich weiß nicht mehr, ob es in Folge 5 oder 6 war, wo Lea, glaube ich, in dieses Zelt auf dem Jahrmarkt kam und in diese Kugel guckte bei der Wahrsagerin und sie die Zukunft, glaube ich, nicht sagen sollte. Mhm, ja. Ich meine, das war Silvi Nogler, glaube ich. Nee, Kugel war es nicht, sie hat die, glaube ich, aus der Hand gelesen. Also mir waren, ich sag mal so, die meisten bekannt. Also der Hauptcast von Dragonbound, den kennt man halt aus den anderen Folgen Dragonbound. Ja, der Seher kennt man halt als Synchronstimme, ne, von Will Smith. Und ansonsten
habe ich nicht viel drüber nachgedacht, als ich die Folge gehört habe. Ja, die eine oder andere Stimme erkennt man auch nicht sofort, muss ich sagen, weil man die einfach in Hörspielen eigentlich nicht unbedingt immer hört. Wie jetzt zum Beispiel Stefan Lindner. Aber wen man oft in Hörspielen hört, ist Marc Schülert. Wie hat euch denn seine Darbietung gefallen? Ach, ich habe ihn sofort erkannt. Also, und er spielt ja den Diener und ich fand seine Darbietung großartig. Das habe ich ihm total abgenommen. Also vor allem diese Verwandlung zum Dämon, wo er dann richtig schreit. Ich fand's großartig. Du bist sowieso der kleine Marc Schülert-Fan, das weiß ich noch. Ja, der ganz kleine Marc Schülert. Ja, kann schon sein. Nee, das fand ich aber auch gut, wie er dann rasend wurde, da dann, weil ja die Verwandlung schiefgegangen war und so weiter. Also, das war wirklich klasse. Ich fand's auch toll, wie er so gelacht hat. Also, man hat so richtig gehört, so dieses wahnsinnige Lachen. Ja. Toll. Also, hat der liefert ab, auf den Punkt. Der liefert ab. Ja. Ja, die nächste Frage hätten wir eigentlich schon bei der davor beantworten können. Die Sprecherleistung der anderen Schauspieler, gibt es da was zu kritisieren? Für mich nicht. Ich fand die Sylvie Nogler vor allen Dingen klasse, wie sie dann nachher dieser Dämon wurde. Da war sie richtig böse und richtig klasse dann. Also ja, und am Rest habe ich auch nichts auszusetzen. Peter Weiß ist genial, sage ich immer wieder. Also als Artemis, der kommt dann auch, glaube in unseren späteren Rezensionen werden wir wieder auf ihn treffen in der Vergangenheit. Also schon mal ein bisschen gespoilert, also ich finde ihn klasse und er war auch hier wieder super toll und ansonsten habe ich am restlichen Cast auch nichts auszusetzen, außer dass ich mich wieder gefragt habe, warum Jürgen Kluckert hier und da erzählen musste, weil so präsent war er eigentlich wieder nicht. Ja, das stimmt, also ich würde dir zustimmen, Flori, ich fand die auch alle super, also wirklich solide, sehr gute Sprecherleistungen. Den Erzählereinsatz habe ich immer nicht so ganz verstanden. Also wann ist Kluckert nun eigentlich da und wann nicht? Also seltsam, ein Erzähler, den man eigentlich wenig einsetzt, dann frage ich mich manchmal, warum kann man ihn auch nicht weglassen, obwohl ich Kluckert gerne höre. Das Einzige, was, wie gesagt, was mich schon bei der letzten Folge gestört hat, war Lea, weil sie manchmal so überagiert. Also meinst du jetzt die Figur oder die Sprecherin? Eigentlich die Figur, das ist ja so angelegt. Aber das ist eigentlich das Einzige, was mich gestört hat. Aber das kann man ja der Sprecherin nicht zur Last legen. Okay. Ihr werdet keine Freunde. Was? Ihr werdet keine Freunde, Lea und du. Das würde ich so nicht sagen. Ich würde ihr wahrscheinlich ein paar Takte erzählen, wenn sie so mit mir sprechen würde. Mhm. Ich denke mal, es ist ja auch, wie schon von Anfang an, ist es ja von der Figur so gewollt irgendwie von der Auslegung, dass sie halt so ist, wie sie ist. Ja, aber ich hatte das ja auch schon mal in der Folge. Die Folge mit den Bauern, da fand ich sie ja auch so schrecklich, also wirklich fies, also in dieser Folge hatte ich auch so Momente, also gerade wenn wir gleich zur nächsten Frage kommen, da dachte ich auch, da kann man auch anders reagieren, auch wenn man ein bisschen, nicht so feinfühlig ist. Dann kommen wir doch mal dazu. Wie gefällt euch denn die Szene, wo Koni Lea seine Liebe gesteht? Ja, das ist so ein bisschen eine Gratwanderung, wie Sabrina schon sagt. Ich habe erst so gedacht, als ich die wieder gehört habe, eigentlich ist es mir zu viel des Guten, dieses ganze Liebesgetue. Andersherum sind die Sprüche von Lea wieder klasse, wenn Koni dann sagt irgendwie, mir fehlen die Worte, fast die Worte, und dann lässt Lea leider nur fast. Und dann am Ende, du bist so offenherzig, oh, ich knöpfe ja meine Bluse schon wieder zu. Ja, das war gut. Muss ich dann doch herzlich lachen, wirklich. Aber Moment mal, ich habe eins noch nicht verstanden, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich fand die Sprüche von ihr fies. Und den einen auch witzig mit der Bluse, muss ich sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das real gesagt hat oder ob sie es gedacht hat. Also wie das angelegt war. Ich glaube, sie hat das vor sich hingemurmelt. Die hat das gesagt, ja. Ich glaube auch, das war eher, dass er es nicht hört, ja. Also den am Ende natürlich, das hat sie ja richtig laut zu ihm gesagt. Aber so das Ganze zwischendrin, weiß ich nicht, ob das alles so gesagt war, dass er es hören soll. Nee, das war, denke ich mal, im Gedankengang gelegt, ja. Also doch gedacht, nur. Okay, und dann hat er nur das Letzte gehört. Also dann kommt ja Faldarun und sie schreit dann Faldarun an, aber dann ist Faldarun wieder weg und sie schreit dann Koni an, halt einfach die Schnauze, ne? Also das ist schon hart. Ja. Ja gut, aber das war ja nicht für Koni gedacht. Nein. Sie vergisst halt immer, dass nur sie Faldarun hören kann. Ja, aber wenn er dann da ist, bleibt doch die Zeit kurz stehen, oder nicht? Das denke ich auch. Ja. Und sie hat einfach nicht gemerkt, dass die Zeit weiterläuft und... Genau. Ne? Ja, aber ich fand sie trotzdem fies. Also auch wenn man so denkt, also selbst, es ist ja ein Kumpel von ihr. Mhm. Und dann denkt man auch nicht so gemein, dann tut er dir ja eigentlich eher leid oder so, ne? Aber weiß ich nicht. Bisschen freundlicher könnte sie schon zu ihm sein, ja. Ja. Na gut.
So, im Hörspiel kommen Rückblenden vor. Gefällt euch das oder wäre es euch lieber gewesen, wenn mehr Stellen aus dem Tagebuch von Doro vorgelesen worden wären? Da gibt's nur eine Antwort. Und die wäre? Es war viel zu lang. Finde ich auch. Es hätte straffer erzählt werden müssen und ja, vielleicht auch, dass Doro halt dann mehr einfach nur vorliest. Oder zusammenfasst. Es hätte auch ausgereicht. Also die Rückblenden waren gut gespielt, aber für mich war das nicht mehr Dragonbound. Für mich war das irgendwie was ganz anderes und das hat mich auch ein bisschen gestört. Mhm. Also ich fand es jetzt in dem Sinne nicht zu lang, aber ich stimme zu, man hätte es sicher an ein paar Stellen straffen können, vielleicht auch sollen, aber ich hätte es nicht gut gefunden, wenn Koni viel mehr vorgelesen hätte oder Doro, dann hätte ich mehr abgeschaltet, glaube ich. Ich fand es schon gut, dass es gespielt worden ist, aber vielleicht hätte man das ein bisschen straffen können. Da bin ich ja wieder der Erzählerfreund. Wobei, ich fand es jetzt auch gut gespielt, aber ich habe es überlegt, wenn man das vorgelesen hätte und auch die Folge 1 ein bisschen gestrafft hätte, hätte man das auch in eine Folge packen können. Mhm. Das wäre vielleicht auch ein interessantes Hörspiel geworden. Okay, apropos straffen. Ich straffe jetzt mal und nimm mal die nächsten beiden Fragen zusammen. Sowas, nein. Doch, habt ihr die Musik im Hintergrund gemerkt, beziehungsweise waren Musik, Geräusche und Effekte gut eingesetzt? Das ist meine gute Strafe. Also ich fand gerade am Anfang beim Kampf mit diesem Untoten, da ist mir die spannende Musik im Hintergrund aufgefallen und die war sehr passend. Und dann ist das so, dass die Musik auch bleibt, als der Erzähler ergänzt. Und das fand ich total toll. Also da habe ich aber auch nur drauf geachtet wegen der Frage. Sonst hätte ich das gar nicht wahrgenommen. Aber das fand ich ja schön umgesetzt. Wie immer bei Dragonbound trägt die Musik ein Vielfaches zur Atmosphäre und zur ganzen tollen Ausarbeitung und Auslegung der Folge bei. Also wirklich klasse. Also es ging mir auch so, gerade auch die Musik während der Rückblenden, wo sich der Alchemist und die Perseide scheinbar am Ende nochmal näher gekommen sind. Das fand ich sehr stimmungsvoll mit der Musik. Da ist mir richtig aufgefallen. Die sind sich näher gekommen? Ja, also wo es nochmal fast den Einschein hatte, dass sie jetzt zusammen ewig leben würden, was ja dann Perseide, geliebte Perseide. So. Ja. Okay. Okay, ja, jetzt weiß ich wieder. Gut. Ja, und die Geräusche, die fand ich auch sehr gut. Also beim Kampf mit dem Untoten wieder, das macht dann richtig eklige Geräusche. Oh ja. Ich habe eine Stelle, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wo dann der, na, wie heißt der denn? Mir fällt der Name ein. Der Vorgesetzte von Saleb. Wie heißt der denn? Artemis, genau. Der sagt zu Saleb, richte dich auf, Saleb. Da hat er ihn gerade so verwandelt oder so, ne? Und dann knarrt es, als wäre Saleb nur ein Skelett. Das ist ein ganz unpassendes Geräusch. Nee, das ist die Pritsche, wo er drauf liegt, glaube ich. Ja, das würde ich auch so sehen. Aber das hat sich so komisch. Er sollte sich doch hinlegen und ich glaube, der legt sich da auf so ein Holzding da oder was. Das knarrt so. Also das Geräusch fand ich irgendwie für mich nicht passend in dem Moment. Mhm. Ich kann dazu nur sagen, mir ist nichts unangenehm aufgefallen. Deshalb war nichts störend und es war gut für mich. Ja, wo genau befindet sich das silberne Horn? Na? Nirgends. Keiner will es sagen, okay. Im zweiten Labor, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, in einem versteckten zweiten Labor, ja. Ja, und wo genau? Hinter einem Bücherregal, wo sie dann durch einen Mechanismus hinkommen. Genau. Okay. Das war einfach. Das war einfach. Wie finden Sie das denn raus? Ha. Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ja. Da hast du uns wieder erwischt, ja. Dann sag's doch einfach. Ne, ich meine, das steht im Tagebuch, das liest du doch einfach vor. Das kann durchaus sein. Bin nicht mehr sicher, dass er das vorliest. Das kann sein, dass du das vorliest, ja. Ja. Wie endet denn das Hörspiel und macht es euch neugierig auf die Fortsetzung? Ja, also das Hörspiel endet damit, dass Lea das silberne Horn findet und behalten darf und die Wiedergänger besiegt sind und dass der Faldarun mal wieder die Zeit anhält und ja auch schon sagt, dass ihre nächste Aufgabe das Überleben sein soll. Also mich hat's gefesselt, ich wollte sofort wissen, wie es weitergeht. Also sie ist doch auch jetzt dann schon an einem fremden Ort und umgeben von Kreaturen. Das war ja das Fiese. Genau, gut, dass du es noch sagst. Ja, ist halt ein Cliffhanger, ne? Macht Spaß auf die Fortsetzung, aber ich weiß leider, wie es weitergeht. Ja, ich weiß auch, wie es weitergeht. Ja, ich weiß es inzwischen auch schon, ja. Ich habe eher gedacht, na, nicht schon wieder ein Cliffhanger. Das war ja immer das Problem bei Dragonbound, dass man dann Cliffhanger hat und dann musste man wenigstens halt 3 Monate warten. Also du hast auch noch nicht weitergehört, André. Nein. Das ist dann schon doof. Also mehrere Monate warten. Ich habe deswegen tatsächlich diesmal auch gewartet, bis die zweite Staffel komplett war und habe dann erst angefangen zu hören.
Aber ich werde, denke ich, jetzt mal weiterhören, weil, ja, wie soll ich sagen, ich habe keine Lust, jetzt wieder ein Jahr zu warten, bis wir die nächste Folge rezensieren oder so. Ich hatte dann gleich wieder weitergehört, ja, auch dann bis Folge 20. Ja, wie uns insgesamt das Hörspiel gefallen hat, hört ihr jetzt in unserem Fazit. Unser Fazit. Ja, also ich werde immer wärmer mit der Serie, muss ich sagen. Ich werde mir die jetzt auch mal endlich komplett anhören. Ja, was soll ich sagen? Die Sprecher fand ich gut. Auch die Geräusche und Musik. Und ja, mal wieder ein Cliffhanger. Ansonsten vergebe ich einfach, ja, ist noch ein bisschen Luft nach oben. 4,5 Sterne. Ja, ich kann eigentlich wieder fast dasselbe sagen, was ich bei der letzten Rezension gesagt habe zu Folge 14. Also, Dragonbound ist für mich eine der besten Fantasy-Serien überhaupt. Also, ich liebe das, aber wir gleich weitergehört, als die Folge zu Ende war. Also, Sprecher sind klasse, Inszenierung ist klasse, Musik ist klasse, wirklich. Ja, dass ein bisschen in die Länge gezogen ist, das kann wirklich sein, aber da habe ich jetzt drüber weggeguckt. Ansonsten gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen und ja, 4,5 oder 5, viereinhalb mal. An sich war es ja ganz spannend und auch stellenweise lustig. Nur mir fehlen vor allem jetzt in der zweiten Staffel die Drachen, das heißt Dragonbound. Also so viel Drachen kamen bis jetzt nicht und kommen auch nicht. Die Story war, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ziemlich zäh. Teilweise, also jedenfalls die Rückblicke. Ansonsten Atmo, Musik, Sprecher waren wieder alle super meiner Meinung nach. Ich weiß, wie es weitergeht und deshalb gebe ich wohlwollend 3,5. Ja, oh Mann, jetzt werde ich gleich gesteinigt. Hoho. Ja. Ja. Also für mich persönlich war das bisher leider die schwächste Folge. Ich musste die Folge 2-mal hören, weil ich bei den Rückblenden irgendwann ausgestiegen bin. Es war mir wirklich zu viel Gekämpfe und zu viele und lange Rückblenden. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, warum mir die Folge vielleicht auch nicht so gut gefällt. Und ich glaube, mir fehlen auch die Drachen tatsächlich, Mirko. Also sind wir uns wieder einig? Ja, und ich mir ein passt ja, keine Ahnung, was heute los ist. Mir passt auch nicht dieses mit den Untoten. Das passt für mich auch nicht so in die Fantasy-Welt. Also da erwarte ich auch dann lieber Drachen. Und ich gebe dieser Episode leider nur 3 Sterne. So, bevor ihr jetzt gleich heiratet, Sabrina und Mirko, möchte ich sagen, dass natürlich ich das nachvollziehen kann, was ihr sagt. Also tatsächlich fehlen mir die Drachen auch ein bisschen. Ich muss sagen, Dragonbound, da muss es auch ein paar Drachen geben. Die hätte man irgendwie noch mehr in die zweite Staffel einbinden können. Und ja, die Rückblenden sind auch mir im Zweifel ein Stück zu lang. Also zäh fände ich sie nicht. Ich war immer dran innerlich, aber das hätte man durchaus ein bisschen straffen können. Trotzdem ist das für mich sehr solide Dragonbound-Kost mit tollen Sprechern, toller Atmosphäre, spannend von Anfang bis Ende. Für mich war es an keiner Stelle langweilig. Ich weiß aber, dass es noch ein Stück spannender und besser geht. Und ich finde, wie gesagt, das solide, aber auch jetzt nicht super toll. Ich gebe 4 Sterne. So, André, wie sehen denn dieses Jahr deine Rechenskills aus? Oh, ich hoffe gut. Also, ich komme auf einen Durchschnitt von 3,9. Naja, das ist doch in Ordnung, oder? Damit kann ich leben. Das ist schön. Na, Gott sei Dank. Ihr wollt stets auf dem Laufenden sein, was es Neues in der Talker Lounge gibt? Oder informiert werden, wenn eine neue Folge von uns erschienen ist? Dann abonniert uns doch einfach. Ihr findet uns bei Facebook und Twitter und am besten abonniert ihr unseren Podcast gleich mit. Ihr findet ihn unter anderem bei Spotify, iTunes, TuneIn, Deezer, Podcast.de oder in der App Podcast Addict aus dem Google Play Store. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Website unter talker-lounge.de/abo. Die folgende Diskussion Talk im Studio spiegelt nur die einzelnen Meinungen der Teilnehmer wider, die nicht den realen Tatsachen entsprechen müssen. Talk im Studio. Talk im Studio. Talk im Studio. Talk im Studio.
Wie vorhin schon mehrmals erwähnt, das Hörspieljahr 2020 ist vergangen und wir wollen jetzt im Talk im Studio einmal darauf zurückblicken. Mit unseren Ereignissen, die wir hatten in der Hörspielwelt, vielleicht auch wer so gestorben ist leider oder wer runde Geburtstage hatte. Damit kann vielleicht Flori gleich mal anfangen mit den Daten. Ja, dann fangen wir wieder mit dem Traurigen zuerst an. Welche bekannten Hörspielpersonen und Stimmen haben uns verlassen? Aber eins möchte ich zuerst sagen, nämlich der Tod, der mich dieses Jahr besonders getroffen hat. Und das war Dagmar von Kumin. Ich saß eines Mittags auf der Arbeit in der Mittagspause und las den wirklich tollen Nachruf von Titania Medien, weil Dagmar von Kumin war eine Mentorin wirklich für Titania Medien, war die meistbesetzte Titania Mediensprecherin, also. Und nach dem, was Sven und ich mit ihr erlebt haben, bei diesem tollen Jubiläumsinterview für die Folge 100, wo sie uns so lieb in ihren Freundeskreis aufgenommen hat, wirklich, wo ganz am Anfang ich sage, ich kann sie doch nicht siezen. Und sie sagt, doch, alle Freunde siezen mich und sagen Dagi. Und also, da habe ich gedacht, Hochachtung vor dieser Frau. Also ich habe mich so geehrt gefühlt irgendwie. Und dann sind wir noch extra nach Hannover gefahren zu Miss Daisy und ihr Chauffeur, haben sie erlebt. Vorher wollte sie unbedingt mit uns Kaffee trinken. Also wir hatten eine wirklich tolle Verbindung zu Dagmar von Kumin und deshalb hat mich das wirklich sehr getroffen. Ja, dann hat uns auch leider wieder eine Mimi Rutherford-Sprecherin verlassen, nämlich Ingrid Stein. Tja, und so ein bisschen still und leise wieder hätte Carsten Herrmann vom alten Maritim-Messig irgendwo gesagt, dann hätte es vielleicht keiner mitbekommen, dass irgendwann im Februar Ingrid Stein gestorben ist. Also traurig, aber man hat ja schon eine neue gefunden mit Katharina Thalbach. Bin ich natürlich gespannt drauf, aber ja, ist halt wieder traurig gewesen. Tja, und ein Europagestein hat uns auch verlassen, Gernot Endemann, am 29.06. mit 78 Jahren. Ja, traurig. Also mit dem habe ich so viele tolle Hörspielstunden gehabt und ihr da draußen sicherlich auch. Ja, das war auch traurig. Ja, und dann Matthias Grimm, unser Orko aus Masters of the Universe, am 15. März mit 76 Jahren. Jetzt ist das Ehepaar Pichler-Grimm im Himmel wieder vereint. Ja, ist schade wirklich. Und dann noch ein Sprecher, Therese, den du vielleicht auch noch aus vielen Lady Bedford-Folgen kennst und Hörplanet-Produktionen, Frank Otto Schenk. Ja, das stimmt, das hatte ich gelesen, ja. 76 Jahre auch, ja. Auch schade, ich kannte ihn viel vom Synchron, da war er auch sehr aktiv, ja. Und jemand, den man nicht so auferfahren hat, Leonard Boden, eher so als Synchronsprecher von Jason Statham, glaube ich. Und ja, war ein paar Hörspieleinsätze hat er auch gehabt. Ist am 18. April leider auch mit 61 verstorben, ja. Aber ich habe das Gefühl, es waren ein paar weniger als letztes Jahr. Das wollte ich auch gerade sagen. Also mir kommt das auch so vor, als wenn es wirklich weniger waren, Gott sei Dank. Ja, dann lasst uns doch mal zu den etwas schöneren Dingen übergehen. Ein paar runde Geburtstage hatten wir letztes Jahr auch dabei. Welche waren das? Fabian Harloff ist 50 geworden. Genau, der hat den Anfang gemacht. Am 27.01. Fabian Harloff 50. Claudia Obstadt-Minges auch 50 am 5.06. Ja, und jemand am 10.10. Joachim Tennstedt, der Sherlock Holmes von Titania, ist 70 geworden. Ich erinnere mich immer noch an das tolle Interview, was ich mit ihm hatte, was ich mir hart erarbeiten musste, aber es war wirklich klasse, deshalb habe ich mich gefreut. Wolfgang Barrow, 60, Joe Gerner wird 60 am 18.09. Und eine alteingesessene Europasprecherin, Ursula Monn, 2.12. ganz frisch, 70 Jahre, unglaublich, ja. Das ist dann das Schöne, die runden Geburtstage. Das wiegt dann wirklich die Trauer um die verstorbenen Stimmen ein bisschen auf. Was waren denn ansonsten so in der Hörspielwelt eure Highlights, jetzt mal von Geburtstagen und Trauerfällen abgesehen? Also zum Beispiel bei mir war es Ghost Box Staffel 2. Fand ich super. Ich freue mich tierisch auf die dritte Staffel und meiner Meinung nach eins der besten Hörspiele dieses Jahr. Hörspielserienmäßig und so war einiges Tolles dieses Jahr. Ich hebe hervor Midnight Tales. Also wirklich klasse. Das ging im März oder so los und jetzt haben wir, glaube ich, 33 Folgen stand jetzt im Januar. Unglaublich, was da für ein Output war. Und ja, bis auf einige Ausnahmen hat mir die Mischung wirklich immer gut gefallen.
Das wollte ich auch hervorheben. Es ist auch tatsächlich eine Serie, die ich auch ab und zu hören kann. Und das sind immer so schöne, kurze, abgeschlossene Geschichten. Bis auf den Vierteiler jetzt, ne? Und ich fand es schön, dass ich euch zu eurer Rezension verholfen habe bei Was hörst du so? Ja, wir hatten die auch schon bei uns im Podcast, genau. Okay, also wenn ihr jetzt alle so schwärmt, muss ich da tatsächlich vielleicht doch mal reinhören. Auf jeden Fall, mach das mal. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich dieses Jahr wieder gar nicht so viele aktuelle Produktionen gehört, auch wenn es beim Kassettenkind vielleicht anders rüberkam. Ich habe viele Kindersachen gehört, weil ich die immer gut mal nebenbei hören kann. Gefreut habe ich mich zum Beispiel über Ciao Ciao, weil ich das auf der Hörmisch schon so lustig fand und schön fand, dass es da jetzt weitergeht. Die Folge 2 kam da raus im letzten Jahr. Das hat mir gut gefallen zum Beispiel. Und auch bei Bibi Blocksberg waren so schon ein, zwei gute Folgen dabei. Ja, wie gesagt, ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr vor allem dann auch viel wieder Hörbuch gehört und gar nicht so viele aktuelle Hörspiele, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber bei Bibi Blocksberg, wenn ich da ergänzen darf. Jawohl, genau. Da hatten wir ja 40 Jahre. Genau, ja, das haben wir groß gefeiert, Folge 144. Also ganz tolle Folge. Hat auch wirklich Spaß gemacht, wirklich, ja. Die hat wirklich Spaß gemacht. Also wenn ihr mich im Schlafanzug erleben wollt, hört euch die Folge an. Ich habe tatsächlich mal eine Rahmenhandlung mit euch allen zusammengekriegt. Ja, aber das hat tierisch Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Weil muss man jetzt auch mal kurz sagen, wie Mirko das dann umgesetzt hat, war auch richtig toll. Ja, und Sven war auch mal wieder dabei. Richtig. Das war auch schön, ja. Und ich möchte mich nochmal, wenn jetzt jemand von Kiddings zuhört, bedanken für den Support. Er war wirklich klasse und wir machen dieses Jahr auch wieder ein Jubiläum im Oktober. Seid gespannt, vielleicht kann sich schon einer denken, was es ist. Ich wollte noch Danke sagen für das Lob von euch gerade. Danke. Das ist mein Highlight für 2021, das Lob. Oh. Jetzt zweites schon? Jubiläum. Es ist ein bisschen untergegangen bei uns. Man möge uns verzeihen. 20 Jahre John Sinclair Hörspiele bei Löwe Audio, also Edition 2000. Große Klasse. Mit einer Jubiläumsbox und der Special Edition der Blutorgel gefeiert. Also war ein schöner für mich Hommage-Tribute an TSB, auch von der Umsetzung so ein bisschen. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, weil über Dennis Erhardt ja immer so ein bisschen in Fankreisen nicht so gut gesprochen wird im Bezug zu Oliver Döring. Aber mich hat damals, als ich 2000 um die Jahrhundertwende wieder anfing, Hörspiele zu hören, haben mich eigentlich zwei Serien zurückgebracht zum Medium. Das war einmal 3 Fragezeichen und tatsächlich John Sinclair Edition 2000, weil das damals gerade losging. Also deshalb wollte ich das Jubiläum, muss man auch unbedingt erwähnen. Die Folge hat mir auch ganz gut, sehr gut gefallen, wobei da weiß ich gar nicht, welche ich besser finde. Die Tonstudio-Version oder diese hier? Weil ich finde beide gut. Ich habe die Blutorgel leider noch nicht gehört. Ich habe sie hier zwar liegen in der Limited Edition, aber ich habe sie noch nicht gehört. Aber noch was anderes, was mir gerade einfällt, so Highlights. Hörspiele gehen jetzt auch langsam so ein bisschen nicht ins Streaming über, was die Hörspiele an sich angeht, sondern die Macher gehen ins Streaming. Zum Beispiel Paul Borkert hat einen Twitch-Kanal, wo er eigentlich jeden Sonntag ein Hörspiel in der Runde hört und auch ein bisschen kommentiert, wie es bei der Produktion so war, wenn es sein eigenes Hörspiel ist. Oder Sven Matthias hat auf Twitch angefangen, macht da ein bisschen was. Tommy Krapweis ist auch auf Twitch unterwegs, also der Schöpfer von Ghost Sitter. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht kommen da ja noch einige dazu oder vielleicht fehlen einige, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, weil ich sie einfach nicht kenne, aber das finde ich ganz gut. Das Hörspielprojekt hat auch seit kurzem einen Twitch-Kanal, worüber sie dann auch Online-Premieren machen. Ich war zwar noch nicht dabei, aber das fand ich auch schön, dass das Hörspielprojekt auch wieder diesen Weg geht irgendwie und sich dann mehr dem Publikum wieder öffnet. Weil gerade da werden tolle Produktionen wirklich gemacht von Anbeginn an. Genau. So, dann noch, ja. Die dritte Planetarium-Staffel der 3 Fragezeichen ist gestartet mit etwas, ja, Einschränkung durch das böse Thema, was alle kennen, kannten letztes Jahr. Aber ich habe tatsächlich das Grab der Maya in Hamburg erlebt und fand's große Klasse wirklich. Und ja, wir haben einen neuen Skinny Norris. Naja, einen bekannten Skinny Norris. Einen bekannten Skinny Norris, genau, weil man ihn aus den 3 Fragezeichen-Kids schon kennt. Und ja, Tim Kreuer, ich kenne ihn ja auch persönlich, habe ihn ja schon einige Mal getroffen. Er ist ein super netter Kerl und für mich wirklich
zurzeit die beste Alternative im Moment für Skinny Norris. Wird er denn stimmlich genauso angelegt oder ist er tiefer? Er macht's ein bisschen tiefer, ja. Du kannst ihn unterscheiden vom 3-Fragezeichen-Kid Skinny Norris, ja. Okay. Ja, ich hoffe, er macht das jetzt wirklich weiter, aber ich gehe mal davon aus, weil, guck mal, er ist noch nicht so alt und er kann das noch jetzt hoffentlich jahrelang machen wie bei den 3-Fragezeichen-Kids. Also ich würde mich freuen, wirklich. Ich gehe mal davon aus, er hat sich auch schon, glaube ich, bedankt, dass er das jetzt machen darf. Ja. Also davon, ich gehe davon aus, dass er das auch beibehält jetzt. Ich habe noch, also wo ich mich gefreut habe, war, dass das Gruselkabinett endlich mal wieder eine Lovecraft-Folge gemacht hat. Das gemiedene Haus. Dann, um nochmal bei Lovecraft zu bleiben. Es gibt eine neue Serie, die nennt sich Chroniken des Grauens. Bei dieser Serie muss man, es mögen, wenn man mehrere Ebenen hat oder mehrere Zeitebenen auch. Weil man muss am Ball bleiben, sonst weiß man nachher nicht mehr, wo man im Hörspiel jetzt eigentlich gerade ist. Oder man kann auch der Handlung nicht so gut folgen. Aber insgesamt finde ich es eine super Serie. Um es zu ergänzen vom Label Winterzeit. Stimmt. Ah ja. Ich glaube, H.P. Lovecraft Chroniken des Grauens im vollständigen Titel, ja. Ja, genau. Und die ersten 4 Folgen ist ein Handlungsstrang, wobei es immer noch offene Enden gibt. Und wer mal reinhören will und vielleicht kein Streaming hat, es gibt, glaube ich, auch auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob alle 3 Folgen bei YouTube auf dem Winterzeitkanal. 4 Folgen. 4 Folgen tatsächlich schon alle. Alle 4 Folgen, okay. Krass, ja, okay. Mir ist noch ein Hörspiel in Erinnerung geblieben aus dem letzten Jahr, was ich sehr witzig fand. Ich bin ja eigentlich nicht so unbedingt der Comedy-Hörspiel-Fan, aber es gibt eins vom WDR, war das, glaube ich, 300% und die Scheiße mit dem Schulgarten. Bitte was? Das fand ich auch toll. Ja, das hast du mir damals auch empfohlen. Ja, das fand ich klasse, wirklich. Ja, also das ist so richtig eine Verulgrunde auf Serien wie TKKG und Co. Also auch mit total viel bekannten Sprechern wie Simon Jäger, Udo Schenk. Ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Also hat mir großen Spaß gemacht, das zu hören. Gibt's, glaube ich, auch noch eine Weile in der Mediathek. Okay. Ja. Und dann wurde alles aufgrund von Corona letztes Jahr ein bisschen virtuell. Ja, ich kann es immer noch eigentlich nicht begreifen, dass ich ein Jahr mal nicht auf Gut Hasselburg eine Record-Release-Party 3 Fragezeichen hatte. Das ist wirklich seit 2015 eine feste Konstante im Jahr geworden. Ja, die Karte habe ich auch noch liegen. Ja, aber die Alternative mit diesen Record-Release-Features war wirklich nicht schlecht. War zwar kein Ersatz, aber war ja ein kleiner Trost wirklich, dass man das nicht hatte wirklich. Naja, was mich dann auch noch getroffen hat, war eben auch, ich hatte eine Karte für das Live-Event. Und an dem Tag, wo das Live-Event stattfinden sollte, haben sie alle Großveranstaltungen abgesagt. Deutschlandweit. So ein Mist. Du wolltest auch nach Hamburg, glaube ich, kommen, ja. Ich hatte extra mir freigenommen und wollte nach Hamburg fahren und konnte nicht. Ja, da ging es gerade los, ja. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt. Wir sollen die Karten ja aufheben und die sollen ihre Gültigkeit behalten. Es gibt ja schon Termine, wenn das dann im Juni irgendwie aus dem Kopf, weiß ich es jetzt nicht, wenn man dann wieder sowas dann machen kann. Es weiß halt keiner. Also hast du die Live-Show der 3 Fragezeichen noch gar nicht gesehen jetzt, nein, André? Nein, habe ich noch nicht. Ah, oh, Mist. Mirko und ich hatten das Glück noch zumindest, dass die Elfi-Veranstaltung noch stattgefunden hat in der Elbphilharmonie. Also ich habe es jetzt 2-mal gesehen, aber das sind eigentlich immer im Jahr so die Highlights für mich. Und das war letztes Jahr ja nicht der Fall. So was wie Gut Hasselburg, was Flori schon angesprochen hat, Schloss Marienburg fahre ich eigentlich jedes Jahr hin zu den Lauscher-Lounge-Live-Hörspielen oder halt auch die Record-Release-Partys. Das sind Highlights für mich und die gab es halt letztes Jahr nicht. Ja, und ein Highlight ist ja auch weggefallen. Die Hörmich. Ja, aber es gab die virtuelle Hörmich. Ja, aber das ist für mich kein richtiger Ersatz. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht alles verfolgt. Sie haben sich Mühe gegeben, wirklich. Es gab einige Lesungen und ich war hier und da beim Samstagsquiz mit Christian Kretschmer dabei. Das war auch lustig, wo er dann 50 Fragen gestellt hat und man konnte halt per Kommentar mitraten. Das war wirklich teilweise lustig und cool, obwohl manchmal Facebook einen Strich durch die Rechnung gemacht hat mit der Verbindung und so weiter. Aber ja,
Zumindest haben sie sich Mühe gegeben und was gemacht. Ein Ersatz war es natürlich nicht. Aber ehrlich gesagt, ich finde, es ist keine gute Idee, die Hörmich virtuell zu machen, unabhängig von Corona, weil die Hörmich lebt einfach von diesem Miteinander und diesem persönlichen Treffen. Ja, da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Einmal haben wir uns immer da persönlich getroffen. Ja. Und auch die ganzen Labels und die ganzen Sprecher, die man dann auch persönlich kennengelernt hat oder teilweise auch mit denen nachher freundschaftlichen Kontakt hatte. Das war einfach das, was die Hörmich ausgemacht hat für mich. Und natürlich, dass man dann mit anderen Hörspielbegeisterten sein Hobby teilen und erleben konnte. Das fand ich eben daran so schön. Deshalb warten wir mal ab, was am 2.11. in Nedderau passiert, weil das gab's ja auch bei uns auf der Homepage nachzulesen, denn Dreamland Grusel hat ja auch Jubiläum gefeiert, nämlich 100. Hörspiel, Dreamland Grusel 46 und 15 Jahre Dreamland Productions. Deshalb ein Gruß wieder an Thomas Birker. Hut ab, hast du dir voll verdient. Also, ja, ich bin gespannt, was er da am 2.10. macht, weil es soll ja in die Richtung gehen, so ein bisschen. Was jetzt? 2.11., 2.10.? 2.10., Entschuldigung. Am 2.10. in Nedderau von Dreamland and Friends. So ein bisschen feiern, Dreamland Grusel 50 und ja, so ein bisschen hör mich leid. Ich bin gespannt. André und ich haben schon gesagt, wenn wir können, fahren wir hin. Ja. Na, lassen wir uns doch mal überraschen, ob wir vielleicht im nächsten Jahr zum Jahresrückblick darüber sprechen. Ansonsten habt ihr zu diesem Rückblick noch was zu sagen? Ja, ich auch. Einiges zu erwähnen. Ja. Das wird jetzt etwas lang, aber man muss noch einige Sachen erwähnen. Hm? Nämlich die Europachronik. Ja. Die Europachronik. Lange, lange haben wir drauf gewartet und ich habe mich dann tierisch gefreut, als ich am 2.11. dieses Buch wirklich in der Hand hielt. Ein großes Danke an Frank und Wolfram, also die haben wirklich so viel Herzblut und Liebe da reingesteckt und es ist wirklich nur toll. Ich konnte das teilweise nicht mehr außer Hand legen, weil es ist wirklich eine tolle Huldigung an Europa. Wirklich klasse. Ja, unbedingt. Das kann ich nur bestätigen. Ich war überrascht, vielleicht habe ich es überlesen, aber dass es kein Taschenbuch war, sondern eine Hardcover-Ausgabe und auch ziemlich groß ist. Also auf dem Bild sah das immer ziemlich, da ist kleiner aus. Vor allen Dingen für das Preis-Leistungs-Verhältnis, echt unglaublich. Wie viele Seiten hat das? 450, ne? 420, glaube ich. 420 Seiten, Vorbestellerpreis 24,95. Jetzt, glaube ich, 34,95, aber immer noch geschenkt wirklich für das, was man da bekommt. Ich würde gerne noch ein paar Produktionen aufzählen, die erschienen sind. Also wir haben da zum Beispiel Vidan ist rausgekommen. Sieben Siegel, Staffel 1. Moriarty, Zwischen Genie und Verbrechen. Hideaway. Mhm. Kannst du es mal etwas langsamer machen, weil ich wollte auch noch ein paar Sachen den einzelnen Sachen sagen. Ach, also du wolltest dazu noch was sagen, weil wir ein bisschen... Ja, ich habe eigentlich zwei Sachen, die ich nochmal hervorstechen möchte. Das ist einmal, da bin ich zwiegespalten, die Sieben Siegel. Ich mochte die alte Serie, die ja mehr für Jugendliche da ist. Während diese Sieben Siegel jetzt nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene gemacht sind, die sind also älter, die Figuren, und sie haben nur noch Elemente aus der alten Serie übernommen, die quasi so einen Wiedererkennungswert widerspiegeln. Leider gibt es die auch nur als Download und ich habe mich gefreut, sie zu hören. Ich finde die Serie so auch gut, aber ich hätte mir auch auf der anderen Seite mehr gewünscht, dass sie die alte Serie irgendwie fortsetzen würden und nicht was völlig Neues daraus machen. Da bin ich so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ich freue mich auf der einen Seite und ich bin auf der einen Seite auch, ich hätte lieber das andere gehabt. Also zwiegespalten. Ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Und das andere ist noch die Nostalgiebox von Hani und Nani. Oh ja, auf jeden Fall erwähnen, richtig. Die ist wirklich schön aufgemacht mit den Originalcovern wirklich von den LPs und wie ich jetzt glaube, ich habe noch nicht komplett verglichen, aber war größtenteils wirklich originalgetreu, was die Musik angeht. Der einzige Wermutstropfen leider bei der Serie, also das Inlet-Book ist super und auch ein Poster liegt dabei mit allen Covern, aber es sind leider nur One-Track-CDs und das finde ich in der heutigen Zeit also absolut nicht mehr zeitgemäß. Ich wollte noch kurz auf unsere wieder sehr schönen Interviews hinweisen, die wir im letzten Jahr geführt hatten. Sabrina hatte eben schon Vidan erwähnt. Wir hatten ja Raimund Weber im Interview. Wir hatten Nana Spier zum Beispiel, Martin Kessler, Tom Steinbrecher und, was ich auch sehr schön fand, mal eine Geräuschemacherin, Johanna Roth. Ja.
und Florentine Dräger und Volker Brandt und das Interview war aber wieder klasse. Also danke an alle, die jetzt vielleicht zuhören, die wir interviewen durften. Also wir freuen uns immer wirklich, wenn gerade so Legenden wie Volker Brandt uns wirklich ein bisschen Zeit schenken, weil das ist toll wirklich geworden. Das war wieder ein Meilenstein für mich, mit jemandem wie Volker Brandt zu reden. Ja, für mich war es noch Tom Steinbrecher Das war klasse, wirklich mit Tom, ja. und auch Florian Kleid und Nana Spiers und Martin Kessler hatte ich auch letztes Jahr. Du hast Blut geleckt letztes Jahr, ja. Definitiv. Schauen wir mal, was dieses Jahr Interview mit uns macht. Auf jeden Fall. So, ja, dann muss ich noch mal gucken, ob noch irgendwas. Ja, der Maritimkosmos hat ja wirklich einen Output gehabt. Wenn man diesen ganzen Zirkel der Sieben ergründen will, weil es geht ja alles wirklich serienmäßig ineinander über und ist verzahnt. Also ich habe da ehrlich gesagt noch nicht reingefunden mit Dracula, mit Frankenstein, mit Irene Adler und mit wer weiß was alles, mit Moriarty. Das ist alles verzahnt, glaube ich, mit dem Zirkel der Sieben. Ist natürlich ein guter Schachzug wirklich von Maritim und von Sebastian Powert, um irgendwie die Hörer an sich zu binden. Aber ja, es kann einen so wie mich im Moment auch noch erschlagen ein bisschen. Ich glaube, was wir noch nicht erwähnt haben, war Hideaway. Hideaway, genau. Das ist wirklich, ja, sag du mal was dazu. Ich dreh mich wieder Nö, voll, sag aber. mal. Nö, mach mal. Ich fand es wirklich toll, dass sich Europa wieder so dem erwachsenen Hörspiel ein bisschen geöffnet hat, durch Vidan und eben durch Hideaway, was jetzt dann so der Jahresabschluss war und für mich wirklich ein Highlight. Also es war wirklich klasse. Ich bin ja ein bekennender Fan wirklich von Wolfgang Barrow geworden in den letzten Jahren. Da ja bei Contendo und bei Highscore Maritime und bei Holy Soft viel eingesetzt wurde und er macht es wirklich klasse. Also diesen schnodderigen Privatdetektiv Hyde und dann Tobias Kluckert als Psychiater mit Gedächtnisverlust und irgendwie Gabe in die Seelen seiner Patienten zu gucken. Was ich mich auch sehr gefreut habe, ist, dass Rania Bunalana abseits von Wendy auch mal eine größere Rolle hatte und quasi Tobias Kluckerts Psychiaterin war. Also Hideaway unbedingt reinhören. Es lohnt sich. Ich hoffe, es geht mit einer zweiten Staffel weiter. Aber wie Europa und Christian Geilus, der Autor, gesagt haben, ist, glaube ich, das Potenzial auf jeden Fall da. Also unbedingt reinhören. Gibt es die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele schon als Hörspiel oder Hörbuch? Nein, nein, nein. Aber als Buch und ich habe es mir natürlich wieder gekauft und habe es auch gelesen und fand es wieder wirklich klasse. Also klar, man wusste viele schon, ich zumindest, aber einige Sachen waren wirklich schön zu lesen, wirklich. Einige Sachen bevor Körting selber erzählt, die in dem Buch standen, aber es war wieder recherchemäßig. Hut ab an Christian Rodenwald, wirklich gut, super ausgearbeitet. Dann kann man ja nur sagen, das ist ein Wunsch für 2021, ne? Ja. Ein Hörbuch dazu. Ja, obwohl ich dann gespannt bin, ob man das wieder so umsetzen kann, wie bei die Welt der drei Fragezeichen. Weil das war wirklich klasse, dieses Audio-Feature-Medium-Hörbuch. Das war wirklich toll. Okay, wenn ihr da draußen irgendwelche anderen Highlights habt aus dem Jahre 2020, die wir hier noch nicht erwähnt haben, dann schreibt es doch einfach bei uns auf der Homepage unter diese Folge. Ja. Dann können wir darüber diskutieren oder andere Highlights vielleicht nochmal hervorheben. Damit schließe ich die Runde ab. Sind Audio-Podcasts generell dein Ding? Dann wird dich bestimmt interessieren, dass es nun auf Facebook die Podcast-Szene gibt. Die deutschsprachige Community für Podcast-Hörer und Podcast-Produzenten. Unterhalte dich dort mit anderen Gleichgesinnten rund um das Thema Podcast. Werbung für deine Sendung und Suche nach Hilfe beim Produzieren ist auch erlaubt. Einfach Podcast-Szene ins Suchfeld von Facebook eingeben und ins Netzwerk eintreten. Dann kann es auch schon losgehen. Wir freuen uns auf dich. Heute nehmen wir Karl Walter Diess in die Hall of Fame auf. Alle wichtigen Informationen über den gebürtigen Österreicher erfahrt ihr wie immer von Henrike und André. Die Talk-A-Lounge Hall of Fame. Mit André und Henrike. Herzlich willkommen. Das ist Henrike. Und das ist André. Und wir haben wieder das Vergnügen, euch eine besondere Persönlichkeit aus der Hörspielwelt zu präsentieren. Zitat:
Du meine Güte, was für ein Trümmerhaufen. Und wie das riecht. Das ist die scheußlichste Blume, die ich je gesehen habe. Wer hat denn... Oh, ich kann mir schon denken. Orkos Zauberkünste gingen ein wenig daneben. Dieses Zitat stammt von Karl Walter Dies, alias Man-at-Arms aus Folge 24 der Serie Masters of the Universe. Kindheit. Karl Walter Dies wurde am 25. Januar 1928 in Salzburg geboren und wuchs dort auch auf. Er schloss das Gymnasium mit der Matura, also dem Äquivalent zum Abitur, ab. Beruflicher Werdegang. Seine Ausbildung zum Schauspieler absolvierte Dies am berühmten Salzburger Mozarteum. Zusätzlich nahm er noch Unterricht beim Dramaturgen und Schriftsteller Professor Florian Kalbeck. Im Laufe seiner Karriere bewies der Schauspieler, dass er in vielen Bereichen der Schauspielkunst zu Hause war. Wie zum Beispiel im Theater. Unter der Regie von Heinz Hilpert spielte Dies zum Beispiel 7 Jahre lang verschiedenste Rollen am Deutschen Theater in Göttingen. Durch seine gute Arbeit wurde er schon bald zum gefragten Charakterdarsteller. Anschließend ging er ans Münchner Residenztheater und gehörte 11 Jahre lang zum Ensemble. Es folgten zahlreiche Gastspiele wie an den Münchner Kammerspielen sowie den Bad Hersfelder Festspielen. Durch diverse Tourneen erlangte er im gesamten deutschsprachigen Raum Bekanntheit. Zu den Rollen, die er verkörpert hat, zählen zum Beispiel die des Sultan Saladin in Nathan der Weise, der des Dr. Faust in Faust 1 oder die des Zauberkönigs im Volksstück Geschichten aus dem Wiener Wald. Für seine Darstellung des Pastors John Hale im Stück Hexenjagd von Arthur Miller erhielt er 1973 sogar den Bad Hersfeld-Preis. Ab den 60er Jahren war Karl Walter Dies zunehmend in Film und Fernsehen zu sehen und erlangte damit eine noch größere Bekanntheit beim Publikum. Dabei war er in den unterschiedlichsten Genrefilmen zu sehen, in denen er sein Können wieder unter Beweis stellen konnte. Dazu zählen unter anderem das Kriminalfilmdrama Banditen der Autobahn, der mehrfach prämierte Kinofilm Und Jimmy ging zum Regenbogen oder die Produktion Liebe ist nur ein Wort. Beide nach Romanen von Johannes Mario Simmel. Bühnenadaptionen wie zum Beispiel Der widerspenstige Heilige. Der Horrorfilm Magdalena vom Teufel besessen aus dem Jahr 1974. Oder auch der Heimatfilm Der Edelweißkönig, in dem er als Ortskommandant Wimmer zu sehen war. Eine sehr bekannte Rolle war ab Mitte der 80er Jahre die des Dr. Gerhard Schäfer in der Arztserie Die Schwarzwaldklinik. Mhm. Bis zur 11. Folge von Staffel 2 spielte er den Chirurgen, der dann an eine andere Klinik wechselte und zum Dozenten wurde. Auch im Spielfilm von 2005, also Schwarzwaldklinik Die nächste Generation, war er dann nochmal zu sehen. Zu sehen war Dies auch in vielen weiteren Serien. Dazu zählen zum Beispiel Krimis wie Der Alte, Schwarz-Rot-Gold, Der Kommissar, Fernsehserien wie Das Traumschiff und viele mehr. 1965 wurde Dies der Titel Staatsschauspieler verliehen. Sein letzter Auftritt in einem Kinofilm war der Wirtschaftskrimi Schwarzer Lohn und Weiße Weste. Privates. Karl Walter Dies war in erster Ehe mit seiner Schauspielkollegin Miriam Spörri verheiratet. Beide haben eine gemeinsame Tochter, die in der Schweiz lebt. Bis zu seinem Lebensende war er dann später mit seiner Managerin Ulrike Hartmann liiert. Auswahl an Projekten und Produktionen. Insgesamt hat Karl Walter Dies 33 verschiedene Sprechrollen im Synchronbereich gehabt. Dazu gehörte unter anderem der Film Stolz und Vorurteil von 1940, also der ersten Leinwandadaption des Buches von Jane Austen. Hier synchronisierte er Melville Cooper in der Rolle des opportunistischen Mr. Collins. Er war auch in verschiedenen Serien zu hören. Seine Stimme lieh er dabei unter anderem Roger Moore in Episode 24 der Muppet Show, Anthony Bate in der Rolle des Sir Oliver Laken in der Serie Agent in eigener Sache oder auch Christopher Plummer, und zwar in der Serie Die Dornenvögel von 1983. Plummer spielte den Erzbischof Contini Vercese. So, dann schwenken wir mal herüber zu den Hörspielen. Wird gemacht. Dies wirkte in rund 50 Produktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit. Das erste Hörspiel war dabei Der Unbestechliche von Hugo von Hoffmannsthal aus dem Jahr 1956.
Er sprach unter der Regie von Heinz Hilpert die Rolle des Jaromir. Die letzte Produktion erfolgte im Jahr 2006. Das war Cyriaks Reise und er mimte Baron Puntigam. Seine unverwechselbare Stimme ist natürlich auch aus kommerziellen Produktionen nicht mehr wegzudenken. In ungefähr 85 Hörspielen war er dabei und fast alle wurden vom Label Europa produziert. Dann fangen wir doch gleich mal mit einer der prägnantesten Rollen an. Das war eine der Hauptrollen bei Masters of the Universe. Ganz genau. Und zwar Man at Arms. Er ist Waffenmeister und Vater von Teela, der Befehlshaberin der königlichen Wache. Hier war er nicht nur die Stimme der Vernunft, sondern auch für die Erfindung sämtlicher Fahrzeuge, Rüstungen und Waffen zuständig, die man im Kampf gegen Skeletor und seine Schergen brauchte. Auch später war er dann noch einmal im Masters-Universum zu hören. Dieses Mal allerdings als Decker in der zweiten Folge Das Grauen aus der Tiefe vom Label Heroic. Doch bleiben wir erstmal beim Label Europa. Hier kam er des Öfteren als Erzähler zum Einsatz. Angefangen bei den letzten drei Teilen von Commander Perkins, also Folge 7 bis 9. Über Jules Verne, der Stahlelefant. Dem Zweiteiler, die Kinder des Captain Grant. Bis hin zu H.G. Francis' Neon-Grusel-Serie, Folge 2, Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten. In Dämonenkiller war er in Folge 5, Amok, als Dr. Stevens, dem Bruder von Dorian Hunter, unterwegs, der eine ganze Familie dem Satan opfern will und auch seinen Bruder nach dem Leben trachtet. Nicht ganz so blutig, aber dafür unheimlich, ging es bei den drei Fragezeichen zu. Oh ja, denn wer würde sich von euch nicht vor einer flüsternden Mumie fürchten? In besagter Folge war dies als Professor Yarborough zu hören, dessen Mumie plötzlich, nun ja, anfängt zu flüstern. Mysteriös. Aha, mysteriös war auch die Frage, warum wird ein eigentlich sanfter Löwe plötzlich zu einem rasenden Löwen? Tja, diesem Mysterium kann man in der Folge Der rasende Löwe auf den Grund gehen. Da spielt er nämlich den Filmproduzenten Mr. Eastland, der einen Film mit George, dem besagten Löwen, drehen möchte. Gedreht hat er auch noch ganz andere Dinge. Also, beziehungsweise Dinger. Zum Beispiel eine Entführung. Richtig. Nur leider recht kurzsichtig, denn als Extremist und Kindesentführer Fred in der Folge Der Doppelgänger entführt er leider nicht ein Carew, sondern den ersten Detektiv Justus Jonas. Ei, Captain. Wie bitte? Na, den bärtigen Seemann Kapitän Jason sprach Karl-Walter Dies doch in der Folge Das Riff der Haie. Stimmt. Ihm gehörte die Windrose, ein Demonstrationsschiff, dessen Besatzung gegen eine Ölplattform protestiert. Aber warum nur war der Tank immer so schnell leer? Vielleicht war der Captain zu dick? Ja, sagen wir es so, sprecherisch ausgefüllt hat er seine Rolle auf jeden Fall gut. Captain Jason taucht übrigens später wieder auf, und zwar in der Folge Meuterei auf hoher See. Allerdings wurde der Part dieses Mal mit Franz Josef Steffens besetzt. Auch in anderen Serien blieb Karl-Walter Dies dann dem Wasser treu. Bei der Pizzabande lieh er Beppo Fischhaber in Paradies der Frösche seine Stimme. In der Abenteuerserie von Enid Blyton war er auch mit allen Wassern gewaschen, nämlich in der Folge Der Fluss der Abenteuer in der Rolle des Raja Uma. Bleiben wir doch mal bei der berühmten Autorin Enid Blyton und wenden uns ein paar anderen Abenteurern zu, nämlich den berühmten Fünf. Gleich in der ersten Folge Fünf Freunde im Wanderzirkus spielte Dies den talentierten Akrobaten Lou, der leider menschlich ein recht unangenehmer Zeitgenosse ist. Ja, und er tritt sogar nach Timmy. Das geht gar nicht. Und zusammen mit seinem Kumpanen Tiger Dan stiehlt er während ihrer Zirkustouren immer wieder Schmuck und andere kostbare Dinge. Also in Folge 2, Fünf Freunde im Zeltlager, war es dann genau umgedreht. Er spielte Professor Crabler. Dieser möchte im Moorland Insekten untersuchen. Und er nimmt die Freunde mit, die dort eine Runde zelten wollen. Wie praktisch. Allerdings. Leider ist er nur kein besonders guter Autofahrer. Naja, aber dafür ist er ein guter Retter in der Not. Immerhin kein Gauner. Ja, und auch andere Jugendbanden kamen nicht ohne den Einsatz von Karl-Walter Dies aus. In den Hörspielen rund um die Freunde von TKKG lieh er den unterschiedlichsten Charakteren seine Stimme. In der Folge Der Schlangenmensch war er als Graf unterwegs.
Genauso wie in der Folge Wer raubte das Millionenpferd? Weitere Rollen hatte er unter anderem in Unternehmen Grüne Hölle, Hotel in Flammen und in Stimme aus der Unterwelt als Oheim, also dem Onkel von Klößchen. Seine Stimme war auch in weiteren Serien in wechselnden Rollen zu hören. Zum Beispiel in Barbie, in der Folge Barbies Schmuckschatulle, in der er einen Vater spielte. In diversen Folgen von dem Gallia Asterix. Beim Superhelden Flash Gordon, Professor Mobilux und Patrick F. Patrick. Bei der Hexe Schrumpeldei, in die Chronik der Drachenlanze. Und last but not least, Zurück in die Zukunft. Auch einen Ausflug in den Hörbuchbereich hat dies gewagt, und zwar für den Audioverlag, für den er Die Flucht ohne Ende von Josef Roth eingelesen hat. Karl Walter Diess verstarb am 30. März 2014 im Alter von 76 Jahren in Frankfurt am Main. Aufnahme in die Hall of Fame. Karl Walter Diess hat uns mit seinen großen und kleinen Rollen viele schöne Hörspielstunden beschert. Er hat die Hörspielwelt in ganz besonderer Weise geprägt. Und deshalb nehmen wir Karl Walter Diess in die Hall of Fame auf. Ihr tauscht euch gedanklich gerne mit anderen Menschen über Hörspiele aus? Dann haben wir jetzt einen Tipp für euch. www.hörspieltalk.de ist eines der größten deutschsprachigen Foren, welche sich mit Hörspielen und anderen Hörmedien beschäftigt. Neben mehreren tausend Mitgliedern, welche sich leidenschaftlich und lebendig über ihr Hobby unterhalten, hat www.hörspieltalk.de noch weitere Features zu bieten. Gewinnspiele, Hörspielrezensionen, Kauftipps, Live-Chats zu Hörspielpremieren, einen Marktplatz und vieles mehr. Aber auch wir, die Talker Lounge, sind dort mit einem eigenen Forum vertreten, wo ihr mit uns und anderen über die Talker Lounge diskutieren könnt. Ein Besuch lohnt sich immer. www.hörspieltalk.de. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen in unserer zweiten Rezension gegen das Unrecht. Was in der 12. Folge der Serie Knight Rider passiert, erfahrt ihr in der Inhaltsangabe. Knight Rider Folge 12. Eine Nasenlänge voraus. Michaels gute Freundin Maxime Fleming trainiert das erfolgreiche Rennpferd King Jack. Doch eines Tages während einer Trainingseinheit stürzt das Tier schwer und dem Tierarzt Dr. Thorpe bleibt nichts anderes übrig, als es durch einen Gnadenschuss zu erlösen. Maxime ist traumatisiert und möchte nie wieder reiten. Für Michael steht fest, dass er ihr in dieser schweren Zeit beistehen wird. Doch ist King Jack tot? Michael kommen schnell Zweifel und gemeinsam mit Kit beginnt er Nachforschungen anzustellen. Sie finden am Unfallort den Glassplitter einer Mikrospritze mit Rückständen eines Betäubungsmittels, aber keine Blutspuren. Auch reagiert Dr. Thorpe seltsam auf Michaels Nachfragen zum Unfallhergang. Maximes Partner Tommy Lee hat Spielschulden beim zwielichtigen Geschäftsmann Randy Cavanaugh. Dieser betreibt ein illegales Spielcasino und mit seinen Schlägern ist nicht zu spaßen. Um seine Spielschulden begleichen zu können, will Tommy Lee King Jack an einen reichen Araber verkaufen und täuschte mit Hilfe von Dr. Thorpe den Tod des Pferdes vor. Im Gewehr des Tierarztes befanden sich nur Platzpatronen. Cavanaugh bekommt durch Michaels Besuch in seinem Spielcasino Wind von dem Plan und setzt Tommy Lee unter Druck, um ebenfalls selbst ordentlich finanziellen Profit aus dem Pferdeverkauf zu ziehen. Michael und Kit gelingt es letztendlich natürlich, sowohl Tommy Lee als auch Cavanaugh das Handwerk zu legen und die beiden an die Polizei zu übergeben. So, und eine Info vorweg. Das Ganze ist die 12. Folge der 3. Staffel. Also die 12 passt irgendwie. Okay. Der Beginn des Hörspiels ist für Pferde- und Tierfreunde sehr emotional. Wie erging es euch beim Hören?
Also erstmal sind wir ja wohl bei Reiterhof Drei Lilien, oder? Habt ihr das auch gedacht? Das ist genau der Pferdelaut, genau. Irgendwie ja, also ich habe auch so gedacht, die Geräusche sind doch sehr überschaubar, die Europa so zur Verfügung hat. Ja, und es sind nicht nur die Geräusche, es ist ja auch Mikesh. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ist das der Mikesh-Sprecher tatsächlich? Ja, und das war, es war so cool. Also erstmal war das total toll zu hören. Da dachte ich, oh, die Pferde von Reiterhof Drei Lilien und dann noch Mikesh. Ja. Aber dann wird's doof. Ja, also ich fand's schon auch emotional. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der riesen Pferdefreund, aber es ist natürlich schlimm, wenn da ein Pferd einfach erschossen werden muss, weil man ihm nicht helfen kann. Muss. Naja. Naja, also scheinbar klar, muss. Klar, natürlich, man erschießt es sofort. Man untersucht es auch gar nicht das erst. Das wäre meine Frage gewesen. Muss man ein Pferd so schnell erschießen? Normal nicht. Er hat's ja untersucht. Also inoffiziell, natürlich wissen wir ja, dass das alles ganz anders war, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest früher möglicherweise so gehandhabt worden weil ist. Weil er sich am Fuß verletzt hat. Also ich habe das zumindest mal gehört, dass man zumindest früher das im Zweifel so gemacht hat, dass man das Pferd erschossen hat, wenn sich was gebrochen hat. Ich kann mich aber irren. Nee, habe ich auch gehört. Damit es nicht so lange leidet, haben sie ihm den Gnadenschuss gegeben quasi. Also es ist ja ein Trümmerbruch im Bein wohl und das ist beim Pferd eigentlich meistens der Gnadenschuss, weil, guck mal, die Pferde leben nun mal von ihren Beinen und so weiter und sind Flucht- und Renntiere und so weiter und das ist meistens dann, wenn ein Pferd ein gebrochenes Bein hat oder so, ist es meistens leider so traurig, wie es ist, dann läuft es so. Auf der Rennbahn wird es dann erschossen? Naja, auf der Rennbahn nicht, aber es ist halt dann nur Leid fürs Pferd, ja. Da kannst du auch nicht mehr viel machen meistens. Und das ist doch auch eher ein Übungsgelände, glaube ich, oder? Nee, es ist eine richtige Rennbahn. Die üben auf einer richtigen Rennbahn. Die üben halt alleine. War definitiv eine Rennbahn. Definitiv. Na ja, gut. Habt ihr das nicht gehört? Kommen wir später zu. Ja. Also nochmal jetzt zum Verständnis. Der Tommy Lee ist der Sprecher aus Reiterhof Drei Lilien vom Mikesh, oder was? Der Pferdetyp. Ja, das ist dieser Tommy. Tommy, genau. Tommy heißt er, ja. Okay, das hatte ich echt nicht mehr im Kopf. Nee. Kannst mal sehen. Oh doch, das passt alles so. Ja. Ja, welche Hörspielstimmen habt ihr denn sonst noch erkannt? Naja, ich meine, die Knight Rider Crew kennt man ja nun auch inzwischen rund um Andreas von der Meden. Und ansonsten, das sind bestimmt alles bekannte Europasprecher. Ich habe die garantiert auch schon in anderen Europaproduktionen gehört, aber ich könnte sie jetzt nicht namentlich benennen. Holger Malich. Ja. Rüdiger Schulzki. Helgo Liebig. Darf ich kurz sagen, Holger Malich noch, der hat mich genervt. Ja, jetzt weiß, worauf du hinaus willst. Ja, der hat am Anfang Max gesagt und die heißt Max. Ja, das passiert leider oft in den 80ern bei Europa, da ist passiert. Diese Aussprachefehler und dann auch noch, wenn es in derselben Szene ist, ein Sprecher es richtig ausspricht und der andere wie Malich hier falsch. Das geht gar nicht. Das soll jetzt auch nichts Negatives sein zur Regiearbeit oder sowas. Doch, das ist schon was Doch, Negatives. Ja, das ist was okay, Negatives. Ja. Da muss Regie einfach mal aufpassen. Ja. Wen ich erkannt habe, war zum Beispiel Beate Hasenau und Michael Haag. Ja, Michael Haag, genau. Als der das Pferd kaufen wollte, ja. Als Rashid, der Käufer, ja. Weil gerade Michael Haag spielt ja in ganz vielen Europaproduktionen auch mit. Ich finde das bei Michael Haag immer lustig, wenn man dann weiß, dass er später als Assi noch eine tragende Rolle hat in der Serie und in den Hörspielen. Ich finde das immer klasse, wenn er dann davor in irgendwelchen Nebenrollen eingesetzt wurde auch. Was finden denn Max, Michael und Kit am Unfallort? Kein Blut. Nee, aber eine Glasscherbe einer Spritze, die man in der Fernsehfolge auch vorher sieht, bevor das Pferd stürzt, wird eine Spritze aufgezogen, die dem Pferd injiziert wird. Ach, dann weiß man ja schon. Ja. Genau, das bekommt man nämlich im Hörspiel überhaupt nicht mit. Nee, man bekommt einiges nicht mit im Hörspiel, da komme ich nachher noch zu. Aber jetzt ganz ehrlich, wie ist denn das dann praktisch abgelaufen? Ich habe es irgendwie nicht ganz kapiert. Also, das Pferd ist ja gefallen, das ist ja wirklich gefallen. Ne? Und das hat diese Spritze bekommen und wie soll das in dem Moment funktioniert haben? Ich erkläre das mal. Also, es geht los. Ich habe ja auch wieder die TV-Folge dazu geguckt. Das mache ich eigentlich immer vergleichend und sehr intensiv, weil ich dann sehe, was haben sie gekürzt, was ist anders irgendwie. Und es geht halt wirklich so los, wie auch im Hörspiel, dass sie halt da ein Training machen, halt die Zeit stoppen und so weiter, weil eben vorher dieses Rennen dann da ist, einen Tag später. Und dann merkst du halt so, während Tommy Lee und Max da im Reden sind, spritzt der Doktor dem Pferd eben dieses Beruhigungsmittel.
Das siehst du im Fernsehen wirklich offensichtlich. Und die Handlung ist sehr schnell klar. Dann geht's eigentlich nur noch darum, dass sie halt zur Strecke gebracht werden müssen halt. Okay, und das hat Max nicht bemerkt. Das ist ja spannend, okay. Also die reden wirklich in der Szene und so unbemerkt zieht er die Spritze auf und spritzt dem Pferd halt das Beruhigungsmittel. Und dann stürzt das Pferd. Ah. Aber vor dem Sturz im Rennen? Wie soll das denn gehen? Das ist kein Rennen, das ist eine Trainingseinheit. Ja, aber bevor die losreiten. Ach so, okay. Ja, sie reiten ja erstmal einmal, am Anfang reiten sie ja einmal rum, dann halten sie ja, quatschen kurz und in dem Augenblick wird dem Pferd die Beruhigungsspritze injiziert und dann reitet sie ja nochmal los und dann stürzt sie ja erst. Mhm. Okay. Da hätte der Erzähler wahrscheinlich ganz gut getan. Ja, da muss ich dir jetzt mal zustimmen, André, auch wenn ich nicht der Riesenerzähler-Fan bin. Vielleicht wollten sie da so ein bisschen die Spannung halten, wie das dann passiert ist, irgendwie, ich weiß es nicht. Aber in der Fernsehfolge wird es wirklich halt durch das Bild und durch den ganzen Ablauf wirklich gleich klar, was da passiert. Kit unterstützt ja Michael beim Wetten. Sollte er nicht als rational programmierter Computer ihm eher vom Glücksspiel abhalten? So, jetzt kommen meine Fragen. Nee, die stehen nicht im Skript. Nein, aber meine Antworten sind meine Fragen, weil erst dachte ich, dass Kit das vorhersagen kann, also dass Kit weiß, wie Michael gewinnen kann, aber dann fällt ja so ein Satz wie, dass der Roulette-Tisch manipuliert war. Ja, und so ist es auch. Ja, aber das, man erfährt gar nicht inwiefern und wieso Kit dann trotzdem das vorhersehen kann. Ja gut, da hast du wieder den Vorteil, wenn du siehst, wie die Kugel in dem Roulette-Rondell oder was das ist, halt dann hin und her springt und... In dem Kessel. Kessel, genau. Michael sagt ja auch irgendwie, der Kessel hat seinen eigenen Willen oder sowas. Und dann wird immer umgeschnitten noch mal zu Kit ins Auto. Da siehst du dann so einen Monitor, wo halt so eine Computergrafik ist mit so einem Roulette-Kessel und da steht dann die Nummer drunter und da springt dann auch immer die Kugel hin. Also... Kit manipuliert es. Ja, aber da hätte dann auch ein Erzähler gut getan, weil so war das für mich ein bisschen komisch. Gut, dass du sagst, das habe ich nämlich überhaupt nicht kapiert. Ich wollte auch generell so ein bisschen auch auf die Wetterei am Anfang und so hinaus, wo Kit dann sagt, das Teil heißt automatischer Geldautomat und wir müssen jeden Dollar bei Bonnie hinterlegen. Da wollte ich halt drauf raus, halt so. Eigentlich müsste er sagen, nee, du kriegst kein Geld, weil rational kannst du sowieso nicht gewinnen. Ja, aber die sind ja auch befreundet irgendwie. Da ist ja auch eine emotionale Bindung da. Ja, und er muss halt auch auf Michael eigentlich gehorchen, ne? Ja. Nein, nicht unbedingt. Nee, das ist mir auch nicht so. Eigentlich muss er nicht gehorchen, weil Kit hat seine Programmierung. Wenn es seiner Programmierung zuwiderläuft, muss er ihm nicht gehorchen. Also, wenn es ihn selbst gefährdet zum Beispiel... Tut's ja nicht, das Geld. Nein, in dem Fall jetzt nicht. Aber es gibt Ausnahmen, wo er ihm nicht gehorchen muss, auf jeden Fall. Das heißt ja auch ein Wesen am Anfang des Intros. Das wollen sie halt immer so ein bisschen rausarbeiten, auch in der TV-Serie, dass er halt ein bisschen menschlich auch wird, irgendwie, obwohl es eigentlich nicht geht, weil er ja... ein programmierter Computer ist und so weiter. Ja, stimmt, hast recht. Ja gut, dem einzigen, den er eigentlich beim Wetten wirklich hilft, ist dieser eine Typ, der immer wieder an ihn herantritt und der halt zum Schluss dann das Geld verliert. Das ist ja vielleicht eine lustige Szene, wo wir gleich dazukommen. Die einzige lustige Szene. Oh, ja, stimmt. Ja, genau. Gibt es denn lustige Momente im Hörspiel? Wenn ja, welche? Naja, also die Eitelkeit von Kit finde ich auch immer ganz amüsant, ne? So am Anfang, die deutlich geworden ist. Oder auch die Bonnie, die sagt, Kit, versuch nicht, den Michael in Schutz zu nehmen oder so. Ja. Das ist schon ganz nett, dieses Geplänkel. War jetzt kein Schenkelklopfer, aber... Nee, aber ganz nett. Ja. Auch der Anfang halt, wo sie dann da zu Max fahren und Michael zählt so auf, schnell und so weiter, zählt alles auf und Kit sagt dann so, ach, vielen Dank und so. Und Michael, doch nicht du, sondern King Jack. Und er so, ach, ein Pferd, störrisch, schafft nur 60 Kilometer auf eine lange Strecke. So. Da fühlt er sich dann wieder gekränkt. Ja, ich fand nur den Schluss ganz lustig. Also wo sich dann erstmal dieser Wettverlierer bei Michael beschwert und dann bittet Kit Michael noch um $20. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt alles verloren, jetzt muss ich sogar wieder arbeiten gehen. Ja, das war ganz nett. Also das... Ja, war ganz nett. Ja, hast recht, aber die Folge ist wirklich ein bisschen witzearm. Aber das fand ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also, fand das nicht schlimm.
was ich immer wieder eigentlich bei allen Folgen lustig finde oder auch irritierend, wenn man dann die Folge hört und die Folge auch gesehen hat, dass die Sprecher überhaupt nicht zu der Folge passen. Ja, das gucke ich auch immer vorher, ob irgendeiner von den Nebencharakteren zur Synchronfassung passt. Ja, nee, war hier wieder nicht, hast du recht. Und das finde ich eigentlich total lustig, weil du bist bestimmte Stimmen gewöhnt aus der Folge und dann sind, je nachdem, wie rum du es guckst oder hörst, dann auf einmal ganz andere Stimmen am Start. Aber die gleichen, also die gleichen Dialoge? Jein. Teilweise ja, teilweise nein. Es kommt immer von der Handlung hier sehr gut hin, aber die Dialoge passen dann so vom Sinn, aber so wortgetreu sind die nie. Zum Beispiel auch am Anfang sagt Max, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, zu King Jack, du würdest den Wind schlagen, wenn ich es zulassen würde. Sie sagt in einer TV-Folge einen völlig anderen Satz. Du würdest mich bis ans Ende der Welt tragen, wenn ich dich ließe, sagt sie im Hörspiel, und in der TV-Folge sagt sie, du würdest den Wind schlagen, wenn ich es zulassen würde, du bist ein Geschwindigkeitsteufel. Also da nehmen sie sich dann Freiheiten wirklich. Aber Michael und Kit sind immer die Original aus der Serie. Ja, ja, der Originalcast mit Andreas von der Meden, mit Gottfried Kramer, mit Hans Sievers ist gleich, ja. Ich meine nur, nicht neu eingesprochen. Doch, das ist, alles neu eingesprochen. Das ist alles neu eingesprochen. Ach so, dann macht das Kürzen doch gar keinen Sinn oder das gar nicht erwähnen von den Sachen. Nee, macht's auch nicht. Ach so. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht dürfen sie nicht 1:1 die Synchrondialoge nehmen. Wegen Urheberrecht oder so, keine Ahnung. Aber dann hätten sie einen Erzähler noch einbauen können, theoretisch. Gut, es gab ja einen Erzähler, aber der hat irgendwie nicht immer alles das erzählt, was gut gewesen ist. Der hat geschlafen. Da kommt es nämlich dann jetzt zur nächsten Frage. Das ist nämlich wirklich spannend. Augenblick wegen Urheberrecht. Sie benutzen ja das Geräusch von Kit. Also die Rechte müssten sie gehabt haben. Also die ganze Synchronisation ist ja damals auch beim Studio Hamburg entstanden. Sie hätten theoretisch wohl die Sprecher kriegen können, auch in den Nebencharakteren. Ist wahrscheinlich dann wirklich immer so ein Zeitproblem gewesen oder ein Gagenproblem, keine Ahnung. Ja. Bleiben wir jetzt mal beim Vergleich der Fernsehserie mit der Hörspielserie. Jedenfalls punktet bei der nächsten Frage die Fernsehfolge doch ziemlich. Auf jeden Fall, ja. Ja, wer hat denn den Stall angezündet? Therese weiß das bestimmt. Mit Sicherheit. Ja. Ey, ihr seid so fies, ihr habt mich wieder ertappt. Ich weiß es nämlich nicht. Nein, kannst du auch nicht wissen, weil ich weiß es auch nicht, also können wir es beide nicht wissen. Gut, ich beruhige mich. Ich dachte, ich habe wieder nicht gut genug zugehört. Nein. Aber für mich sind so viele Fragen offen geblieben in dem Hörspiel. Das können wir nicht wissen. Also, ich erzähl's euch. In der TV-Folge geht auch Michael zum ersten Mal zu Dr. Forbes. Und unterhält sich dann mit ihm und am Anfang nimmt er ja Max auch mit und die sagt dann, ich gehe halt woanders hin und so weiter. Und dann unterhalten sich Dr. Forbes und Michael. Und währenddessen kriegst du in der TV-Folge gezeigt, wie Max halt in den Stall geht, sich dann ein bisschen um die Pferde kümmert. Und Tommy Lee ist aber auch da, der will nämlich gerade King Jack wegschaffen und er randaliert auch im Hänger da rum. Und Max hört das auch teilweise, merkt aber nicht, dass Tommy Lee im Stall ist. Der versteckt sich dann nämlich hinterm Strohballen und um sie da halt wegzukriegen, zündet er halt eine Stalllaterne an und wirft die halt in die Ausstreu vom Stall. Und dann fängt es an zu brennen, er haut ab und du kriegst dann mit, wer das Feuer gelegt hat, aber eben nicht im Hörspiel. Deshalb habe ich mich auch gefragt, warum haben sie da keinen Erzähler irgendwie eingebaut oder haben die Szene ganz weggelassen, weil es wird wirklich nicht klar, was da passiert. Wenn du die TV-Folge nicht kennst, kriegst du das nicht mit, den Zusammenhang. Ich habe es aber richtig vermutet tatsächlich. Ja, vermuten kann man es natürlich. Ich habe gedacht, das muss Tommy gewesen sein. Das finde ich jetzt gerade ganz cool, dass ich richtig gelegen habe, ja. Das war für mich halt ein Minuspunkt irgendwie. Wenn sie die Szene schon nehmen, dann müssen sie sie wenigstens so ausarbeiten, hörspieltechnisch, dass man auch hinterkommt, warum es passiert. Ja, oder auflösen am Schluss. Ja. Ja. Ja, also deswegen meine ich, es sind für mich so viele Fragen offen geblieben, auch ohne das jetzt schon so vorwegzunehmen, aber am Schluss auch, was passiert mit dem Arzt, der mit drin steckt, ne, in der ganzen Geschichte. Ich bin relativ ratlos gewesen am Ende bei bestimmten Dingen. Deshalb gucke ich mir ja vorher immer die Folge an, damit ich euch da helfen kann. Ja, das ist ja schön, aber das ist ja kein Argument für das Hörspiel. Nee, das ist kein Argument, richtig, ja. Wir sind ja kein Serienpodcast, kein TV-Serienpodcast. Okay. Mit der nächsten Frage bin ich nicht ganz so einverstanden. Aber gut, kommen wir erstmal dazu. Laut Frage spielt das Hörspiel die meiste Zeit auf der Pferderennbahn. Wurde die Atmosphäre davon denn gut umgesetzt? Die meiste Zeit ist es eigentlich nicht, würde ich sagen. Und die Atmosphäre, ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, es sind die altbekannten Pferdegeräusche von Europa.
Ich möchte mal sagen, wie ich das sehe und auch eigentlich gesehen habe bei der Fernsehfolge. Für mich ist das am Anfang und am Ende halt so ein Übungsplatz für ein Pferd, weil ich sehe da keine Tribünen oder sowas. Und das andere, wo Michael den Tommy Lee da zum ersten Mal trifft, das ist bei den Ställen von den Pferden, meiner Meinung nach. Also die Pferderennbahn an sich, wo Wetten abgegeben werden, habe ich da nirgendwo gesehen. Und deshalb ist die Atmosphäre für mich auch nicht relevant. Irgendwie jubelnde Zuschauer oder sowas. Ich muss leider zugeben, ich habe auf die Nebengeräusche gar nicht so geachtet, weil ich habe die Folge gehört, bevor ich die Fragen mir angeguckt habe. Und für mich stimmte das einfach irgendwie alles, das passte. Ja, so wie ich es halt mitbekommen habe, hat das für mich dann auch gepasst. Es waren Pferdegeräusche da, das hat gepasst. Ja. Ja. Wie haben euch denn die Sprecherleistungen gefallen? Die waren solide für mein Empfinden. Also jetzt nicht herausragend toll, aber wirklich solide. Also Mikesh war toll. Ja, ja, der ist immer toll. Ja. Alle waren in den verliebt, alle. Man hat natürlich wieder für Randy Kavanagh, für so einen Kritikteil, natürlich wieder Rüdiger Schulzki genommen, wo man dann, okay, wir haben hier einen Bösewicht, dann müssen wir auch jemanden nehmen, der so ein bisschen den Bösewicht-Stempel hat bei Europa, aber ja, sonst war es auch wirklich in Ordnung. Alle in den Rollen einigermaßen okay, ja, solide halt. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, das Hörspiel hat halt nur eine Laufzeit von 33 Minuten. War euch das zu kurz? Naja, also bei den Fragen, die offen geblieben sind, würde ich sagen, es war zu kurz. Und vor allem hat mich gestört, dass einige spannende Momente nicht ausagiert worden sind, die das Hörspiel hätten spannender machen können. Zweimal erzählt mir der Erzähler, dass jemand niedergeschlagen wird und man ist als Hörer nicht dabei. Ja, für mich auch definitiv zu kurz, weil eine normale Europa-Produktion geht 45 Minuten und später dann auch bis zu 60. Und ich weiß nicht, ob es bei der Folge auch ist, aber Europa ist in der Zeit auch dazu übergegangen, Werbung hinter das Hörspiel zu packen, wenn sie gemerkt haben, dass das Hörspiel zu kurz ist. Vielleicht kennt das der eine oder andere auch von euch. Zum Beispiel bei den Filmations Ghostbusters war die Werbung zu den Hörspielen von Knight Rider drauf. Das ist mir so gar nicht im Gedächtnis. Aber ich wollte mal sagen, also das Hörspiel hat 33 Minuten, die TV-Folge hat so knapp 47 Minuten. Also zu kurz fand ich es nicht. Ich habe eher wirklich hier bei der Ausarbeitung gesessen und habe so gedacht, eigentlich möchte ein bisschen mehr Story-Fragen machen, aber irgendwie hat es das Ganze nicht hergegeben. Weil erstmal war die Geschichte vom Anfang an gleich klar irgendwie von der Auflösung her und ja. Und dann komme ich gleich noch dazu, dass die Kürzung am Ende doch wirklich wieder gravierend war. Ja gut, 33 Minuten. Das Wichtigste an Inhalt, fand ich, war da. Ja, der Brand etc., da wurde halt ein bisschen was weggekürzt. Aber so die Story an sich war da. Was wurde denn noch weggekürzt? Es wurden ein paar Szenen im Truck, glaube ich, weggekürzt. Devon wurde komplett rausgekürzt aus der Folge. Ja, und der Schluss. Und zu dem kommen wir jetzt. Wie hat euch denn der Abschluss gefallen? Also ich fand die Auflösung dann ganz gut. Erst dachte man ja wirklich, dass das Pferd erschossen wurde und dann, also gut, das hast du im Laufe der Geschichte ja mitgekriegt, dass das Pferd doch nicht erschossen wurde, aber so fand ich die Geschichte dann doch auch ganz rund. Aber wie Therese schon sagte, man erfährt dann so wenig, wie es dann wirklich weitergeht mit den Beteiligten. Das ist aber immer so, oder? Also groß erfahren, was denen dann blüht, tust du bei Knight Rider eigentlich nie. Das stimmt, aber gerade mit dem Arzt hier, da ist man überhaupt nicht nochmal drauf zurückgekommen. Der war ja genauso mitschuldig. So, ich erkläre jetzt mal, wie es in der TV-Folge ausgeht. Also, es findet da statt, was am Ende stattfindet, dass eben Tommy Lee und Kavanagh sich da bei der Verladung von King Jack treffen. Und er sagt auch so einigermaßen das, was er da sagt, so, ich will halt 75%, du kannst froh sein, dass ich dir nicht alles wegnehme und so weiter. Und dann kommen Michael und Kit und dann ist das Hörspiel zu Ende. Und so geht es eben in der TV-Folge nicht aus. Da hast du nämlich noch gut 13, 14 Minuten Ende. Da passiert eben noch diese Handlung mit Max im Stall dann halt, wo dann auch Kavanagh und sein Handlanger sind und Tommy Lee, wo er dann sagt so, wir verladen jetzt das Pferd, ich habe hier noch was zu erledigen, mein Geschäft zu Ende zu bringen und das Mädchen nehmen wir mit. Und dann hauen sie nämlich ab. Dann kommt Michael in den Stall, sind sie schon alle weg mit dem Pferd und dann fahren sie halt in Richtung Lincoln Airport, wo sie halt das Pferd hinbringen sollen.
Und da stellen Michael und Kit halt die ganzen Verbrecher. Also Michael ist dann halt im Auto gefangen, Kit rettet ihn aus dem Kofferraum halt durch diese Kofferraumentsperrung und die bremsen dann alle Verbrecher aus. Aber das wäre doch mal spannender gewesen, das im Hörspiel auch so zu machen. Eben, ich frage mich, warum haben sie das nicht ausgearbeitet ordentlich? Weil es ist wirklich ein spannendes Ende und es ist ein klares Ende irgendwie. Und auch dieses mit dem Sonnendeck und dem Verbrecher, was in der Spielfolge, das passiert so nicht in der TV-Folge. Also Kit setzt sich halt mit dem Turboboost vor den Pferdeanhänger und das Auto, wo halt Kevin und Max drin sitzen und der Handlanger und er bremst dann halt das Auto aus und Michael befreit dann das Pferd und schlägt halt dann Kevinar und Tommy Lee nieder und befreit dann halt Max. Und ja, das kommt im Hörspiel halt alles nicht vor. Zuerst werden sie ein Sandwich genommen, dann wird Öl versprüht. Ja, genau. Ne? Und dann kommt das mit dem Turbo-Boost. Es ist halt ein spannendes Ende. Warum hat man das nicht versucht, irgendwie zu inszenieren? Ja, keine Ahnung. Aber mir hat das auch gefehlt. Dann wäre nämlich einiges klar geworden. Ja, möchte sonst noch jemand irgendwas zu dem Hörspiel sagen, was bis jetzt noch nicht gesagt wurde? Anscheinend nicht. Dann kommen wir jetzt zu unserem Fazit. Hier kommt das Fazit. Ja, ich überlege, wie fange ich an? Ich muss sagen, das Hörspiel ist solide gemacht, mit guten Sprechern, mit passender Atmosphäre. Die Geschichte reißt mich nicht wirklich mit. Für mich sind, wie ich schon gesagt habe, Fragen offen geblieben. Was passiert am Ende mit dem Arzt? Das vorhin mit der Spritze, was ihr mir dann einigermaßen plausibel erklärt habt. Ja, spannende Momente hat das Hörspiel relativ wenige. Spannende Momente sind hier zum Teil einfach erzählt worden, nicht ausagiert worden. Und man hat ja sehr schnell mitbekommen, wie der Hase läuft, also wer hier der Böse ist. Und ja, ich kann nur sagen, man kann das nebenbei durchaus mal hören, aber das reißt mich jetzt nicht vom Hocker und deswegen gibt's auch nur 2,5 Sterne. Ui, okay. Also bei mir ist es ganz anders, weil mir hat die Story tatsächlich ganz gut gefallen. Also mal Pferderennbahn ist mal was ganz anderes für Knight Rider und dann war der Stammsprecher von Reiterhof Tralilien dabei, was noch Pluspunkt war und die Auflösung hat mich auch ein bisschen überrascht und ich fand das für mich persönlich, für meine Lebensumstände ganz gut, dass das Hörspiel nicht so lang und komplex war. Also wie du schon sagst, man kann das so ganz gut nebenbei hören und das hat für mich auch ganz gut funktioniert. Und ja, ich fand es solide und von mir gibt es 3,5 Sterne. Ja, es ist halt einfach mal was zum schnell weghören, sag ich mal. Ist aber auch nichts, was ich so ständig hören muss. Dass alles neu aufgenommen worden ist, finde ich gut, aber ich kann auch nur Mittelmaster geben. 2,5 Sterne von mir. Ja, ihr habt viele schon gesagt, womit ich auch konform gehe. Ich hoffe, es war in der Rezension nicht wieder zu langweilig, aber ich setze mich halt immer sehr intensiv mit dem Vergleich auseinander. Und hier war es wirklich bitter nötig. Also man hätte hier wirklich einiges ausarbeiten können, damit das Verständnis besser wird und auch vielleicht die Spannung ein bisschen. Produktionstechnisch, sprechertechnisch, Atmosphäre, braucht man sich nicht beschweren, das ist Europa-Niveau der 80er halt, was ich auch wirklich gerne höre und so weiter und was als Kind auch gerne gehört habe, aber eben die Ausarbeitung hier der Geschichte ist nicht das Gelbe vom Ei, deshalb gibt's auch von mir nur 3 Sterne. Ja, was kann ich noch ergänzen? Also mir war es auf jeden Fall zu kurz. Man hätte gerne mal ein paar Sachen mehr erklären können. Aber die Sprecher fand ich so alle ganz gut. Ich vergebe auch 3,5 Sterne. So, André, hat dir Kit denn den Durchschnitt verraten? Hast du den vielleicht selber ausgerechnet und kannst ihn uns mitteilen? Beides. Wir haben einen ziemlich glatten Schnitt von 3. Och ja, das passt doch, oder? Du bist ein Fan der Talker Lounge? Dann warte nicht länger und trete der Talker Lounge Facebook-Gruppe bei. Den Link zur Gruppe findest du auf unserer Facebook-Präsenz. Dir reicht das noch nicht und du möchtest uns gerne mal persönlich kennenlernen? Dann kannst du das selbstverständlich auch gerne. Einmal im Monat findet in Hamburg der Talker Lounge Hörspielstammtisch statt. Den jeweiligen Termin und die Anmeldungsmöglichkeit findest du in unserer Facebook-Gruppe. Oder schreibe an flori@talker-lounge.de. Auch die Kassettenkinder haben dieses Mal wieder in neue Hörspiele reingehört. Ich hoffe doch, dass sie auch zu Ende gehört haben
und nicht nur reingehört, damit sie euch eine gute Empfehlung für diesen Monat geben können. Lasst euch überraschen, was sie gemacht haben. Viel Spaß damit! Die Kassettenkinder hören rein. Aktuelle Produktionen auf dem Markt. Yo, servus. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Fan von Podcast-Hörspiel-Serien bin und ich habe mal wieder eine entdeckt für euch. Die Rede ist von der Serie Enthüllt. Produziert wurde diese von Audio Now und gestartet wurde sie am 20. Oktober 2020. Bislang gibt es eine Staffel mit 9 Folgen. Geschrieben und produziert wurde diese Serie von Kim Frank. Jetzt weiß ich nicht, ob es sich bei diesem Kim Frank wirklich um den Kim Frank von der Band Echt handelt. Von der Stimme würde ich sagen, er ist es, aber ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Schreibt das dann einfach in die Kommentare rein, wenn ihr es besser wisst. Um was geht es bei dieser Serie? Nora Mertens ist eine Journalistin. Sie arbeitet für ein Magazin namens Enthüllt. Leider wird dieses geschlossen und durch einen Zufall wird Nora für die NDZ, die Norddeutsche Zeitung, angeworben. Sie soll dort Artikel schreiben. Bei einer Gerichtsverhandlung lernt sie Adesua, ein Mädchen aus Nigeria, kennen. Diese ist illegal nach Deutschland geflohen und wurde deswegen im Gefängnis festgehalten, obwohl sie keine Strafe begangen hat. Nora möchte sich für Adesua einsetzen. Dabei stößt Nora an ihre Grenzen. Sie lernt viel über das sogenannte Dublin-Abkommen kennen. Die Geschichte spielt im Jahr 2013, aber am Ende der Serie werden die Grenzen für die Flüchtlinge geöffnet. Von den Sprechern hat mir das recht gut gefallen. Man hört hier eigentlich gar keine Hörspielgrößen, sondern eher Größen, die man vom Fernsehen kennt, wie Felina Krockan als Nora, August Diehl als deren Kollege Florian von Hemstedt und Axel Prahl als Anwalt Leschke. Auch erinnert mich die Produktion streckenweise an Hörfilme, also Filme mit Audiodeskription. Kim Frank führt hier quasi eine Bildbeschreibung als Erzähler durch. Das finde ich gar keine schlechte Idee, das hat mir recht gut gefallen. Auch von der Musik, wirklich ganz, ganz großes Kino. Philipp Schwer hat da sehr tolle Musik komponiert. Ich kann nicht anders, mir hat die Serie sehr gut gefallen. Ich vergebe 5 Sterne. Hallo zusammen. Neues Jahr, neue Hörspielempfehlungen. Meine Empfehlung ist streng genommen ein Weihnachtshörspiel. Aber keine Sorge, Weihnachten ist vorbei und besonders weihnachtlich wird es in diesem Hörspiel auch nicht. Das Thema Weihnachten liefert vielmehr den Aufhänger für eine lustige Geschichte. Das Hörspiel eignet sich besonders für Leute, die wenig Zeit zum Hören haben, denn es ist ein Kurzhörspiel mit dem Titel Weihnachtsmann gesucht. Es ist eine Produktion von Brainflower Media Studio im Auftrag der Christian-Rode Sprecherschule. Worum geht es? Der Weihnachtsmann hat jedes Jahr mehr zu tun. Deshalb braucht er eine Unterstützung. Somit veranstaltet ein Elf und die, ich würde mal sagen, sehr direkte Frau Schneider ein Weihnachtsmann-Casting. Und die beiden erleben da einige Überraschungen. Zum Beispiel bewerben sich auch Frauen. Die wollen Weihnachtsfrau werden. Und warum eigentlich auch nicht im Zeitalter der Gleichberechtigung? Außerdem geht es um Urheberrecht und einige fragwürdige Motive, den Weihnachtsmann zu unterstützen. Ob am Ende doch ein geeigneter Kandidat gefunden wird, das müsst ihr natürlich selbst hören. Ich kann zumindest verraten, am Ende gibt es dann doch noch ein klein wenig Weihnachtszauber. Das Hörspiel ist lustig, kurzweilig und bestimmt eine nette Abwechslung im Alltag. Es eignet sich nicht für Kinder, sondern eher für Erwachsene und Jugendliche. Die Sprecher liefern gute Leistungen ab. Unter anderem sind zu hören Carmen Molinar, Janina Harder, Rolf Jöns, Steve Haag und Sabrina Scherer sowie der Autor der Geschichte Andy Süß. Viel Spaß also mit dem Hörspiel Weihnachtsmann gesucht. Ich vergebe 3,5 Sterne.
So, jetzt wird es romantisch, denn ich habe mir eine Liebesgeschichte angehört. Und zwar Verwandte Seelen. Liebe zwischen Unsterblichkeit und Tod von Nika Stevens. Um was geht es? Samantha lebt bei ihrem Onkel und ihrer Tante. Als sie 19 Jahre alt ist, erfährt sie mehr über ihre Eltern. Ihr Vater Tangeus war ein Unsterblicher, verliebte sich in die sterbliche Samantha und beide zeugten ein Mädchen, die ebenfalls Samantha heißt. Samantha erfährt, dass sie selbst ebenfalls eine halb Unsterbliche ist. Als sie sich dann auch noch im wahrsten Sinne des Wortes unsterblich in den unsterblichen Jake verliebt, muss sie sich entscheiden, ob ihre Sterblichkeit oder ihre Unsterblichkeit siegt. Denn ihr Großvater ist gegen die Beziehung der beiden, denn er hat was gegen die Menschen. Ja, es ist eine typische Liebesgeschichte im Stile von Rosamunde Pilcher. Teilweise hat es mich auch ein bisschen an Highlander oder auch Twilight erinnert. Aber von den Sprechern ist das wirklich wieder ganz große Sache. Nina Reitmeier spricht die Samantha und Max Felder spricht deren geliebten Jake. Ganz besonders hat mir auch Uwe Teschner in der Rolle des Grimmt gefallen. Produziert wurde übrigens dieses Hörspiel von Audible bzw. von der Lauscher Lounge, also von Oliver Rohrbeck. Das Ganze ist wirklich ganz großes Kino, also die Inszenierung hat mir unwahrscheinlich gut gefallen, auch der Soundtrack. Wirklich orchestral, sehr episch, sehr schön, sehr romantisch. Normalerweise mag ich ja Liebesgeschichten nicht so gerne, aber diese hat mir sehr gut gefallen und auch hier kann ich nur 5 Sterne vergeben. So, Frage ans Team. Was haben denn der junge Han Solo und der junge Jan Tenner gemeinsam, außer dass sie jung sind? Florian Kleid bestimmt, ne? Jawohl, genau. Genau, dieser junge Schauspieler, Synchronsprecher und auch Sänger hatten André und Florian letztens vorm Mikrofon und haben mit ihm ein Interview geführt, das ihr jetzt hören könnt. Das Interview. Hallo liebe Talker-Lounge-Freunde und Interview-Liebhaber. Willkommen jetzt auch im Talker-Lounge-Interviewjahr 2021. Und wir werden wieder sehen, dass wir viele, viele tolle Gespräche für euch aufnehmen. Und damit fangen wir auch gleich an. Und erstmal sage ich, wer heute mit mir interviewt. Und das ist wieder André. Ja, hallo. Ich freue mich. Ja, und wir freuen uns auf unseren ersten Gast und das ist heute ein Multitalent und ein Namensvetter von mir. Er hat schon gelacht ein bisschen, genau. Er ist Schauspieler, Musicaldarsteller, Hör- und Synchronschauspieler, Musiker und noch vieles mehr. Und ihr habt ihn vielleicht schon mal als jungen Han Solo gehört oder als Jan Tenner Junior in der neuen Jan Tenner Serie. Jetzt wisst ihr schon, von wem ich rede und wir sagen Hallo zu Florian Kleid. Hallo Florian. Hallo, ich grüße euch auch. Schönen guten Abend. Und danke für die Blumen gleich mal. Bitteschön. Vielen Dank für die Blumen. La, 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 la. Ja, ja, ich erinnere mich gut. Tom und Jerry auch. Oh. Kennt ihr das noch? Ja, ja. Das ja, kennen wir noch. Klasse, wird aufgewachsen. Wir sind auch so groß geworden. Na klar, mit Kassetten. Ich muss auch sagen, das war einfach so toll, sowas Haptisches in der Hand zu haben. Heute ist ja alles gestreamt und so, das hat wieder andere Vorteile, aber ja, da so eine kannst Kassette du nachher noch von schwärmen, ja. Auf jeden Fall. Okay, dann fangen wir aber erstmal an und wollen fragen zum Einstieg. Wann ist dir bewusst geworden, dass du Schauspieler werden möchtest und wie haben deine Eltern darauf reagiert? Oh, das ist lange her. Ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, war das schon ziemlich früh, weil ich immer gerne schon Menschen beobachtet habe und ich habe mich auch gerne in andere Rollen rein gedacht und ja, ich glaube, als Teenager habe ich dann irgendwann mal zu meinen Eltern gesagt, zu meinem Vater habe ich gesagt, achso, ja dann, ich glaube, ich werde Schauspieler und ich kann mich ganz gut erinnern, was er dann drauf gesagt hat. Er hat mich nämlich angeschaut und hat kurz gewartet und dann gesagt, aha, ja, mach mal den Abwasch.
Und das war so seine einzige Reaktion. Aber also heute, heute hat, glaube ich, sind beide sehr stolz darauf, dass ich den Weg eingeschlagen habe. Und ja, seitdem, glaube ich, bin ich dann halt so Schritt für Schritt in diese Richtung gegangen. Also ich bin, als ich 18 war, bin ich dann in die Theatergruppe gegangen von der Schule und stand dann halt das erste Mal auf der Bühne. Und damals, weiß ich noch, ich war damals extrem schüchtern und habe eigentlich gar nicht so viel geredet in der Schule. Und in der Theatergruppe war das so zum allerersten Mal die Gelegenheit, so aus sich rauszukommen. Und dann haben wir da halt ein Stück Minna von Barnhelm, von Lessing, haben wir ja geprobt und dann aufgeführt. Und ja, es kam ganz gut an. Und es hat mich eben weiterhin bestärkt, so diesen Weg zu gehen. Und dann macht man so ja die Runde bei den Schauspielschulen. Und in der Zwischenzeit, kann ich mich erinnern, habe ich dann auch noch in der Theatergruppe von den Münchner Kammerspielen gespielt. Das hat damals Christian Friedl geleitet. Und das waren auch ganz viele junge Leute zwischen 14 und 17. Und aus dieser Gruppe sind, glaube ich, einige Schauspieler geworden. Okay. Bleiben wir mal beim Schauspielstudium. Das hast du ja von 2004 bis 2007 absolviert und zusätzlich noch eine Gesangsausbildung von 2004 bis 2008. Magst du uns etwas über diese Zeit erzählen? Was war für dich wichtig und was hast du dabei gelernt? Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit. Ich glaube, das ist immer. Wer Schauspiel studiert, der weiß, wie intensiv das ist. Also gefühlt war es auch eine sehr schöne Zeit. An der schönen Ostsee, ist ja so einzigartig, wenn man die ganzen Schauspielschulen vergleicht. Und ja, also gefühlt steht man um 6 Uhr morgens auf, dann macht man sich fertig, ist dann um 8 Uhr bereit, dann geht's los mit Ballett, gefolgt von Akrobatik, Tonsatz und Gehörbildung. Was hat man noch? Sprecherziehung, natürlich Stimmbildung, dann hat man vielleicht mal kurz Zeit für Mittagessen, dann arbeitet man an Szenen, also Rollenstudium und macht währenddessen auch immer Projekte, also wirklich, man ist da 12 Stunden am Tag und das ist sehr intensiv, aber auch irgendwie geil und es macht wahnsinnig Spaß. Und ja, ich glaube so, was man am meisten lernt, das ist die Arbeit an sich selbst. Also ich kann jetzt nur kurz, ich wurde vor ein paar Wochen wurde ich angerufen, dass ich eine Rolle übernehmen sollte, eine sehr kleine Rolle in einer Serie hier im Synchron. Und die war aber eigentlich schon synchronisiert. Und das Problem war, ich weiß gar nicht, wer das schon eingesprochen hatte. Es war aber jemand, der kein Schauspieler ist, aber einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Ich weiß jetzt nicht wo, vielleicht auf YouTube oder als Moderator, aber er wollte unbedingt mal synchron machen und dann haben sie das aufgenommen. Und ich habe mir, also wir haben uns das alle angehört und das Interessante war, ja, man merkt schon, es ist halt ein Beruf, ne? Schauspieler. Und ich will nur damit sagen, was man an der Schauspielschule lernt, ist so, sich selbst kennenzulernen. Also sich selbst als Instrument zu begreifen. Weil ein Cellist, der kann ja immer sein Instrument zu Hause lassen. Oder ein Violinist, ja, packt das in die Ecke. Und ein Schauspieler nimmt seine Stimme immer mit, seinen Körper. Wenn es dir schlecht geht, dann, du kannst es nicht abschalten. Du hast dein Instrument immer mit. Wisst ihr, was ich meine? Und das musst du hegen und pflegen, ja. Genau, und es erstmal kennenzulernen, das ist so die Aufgabe, glaube ich, auch in der Schauspielschule. Und die Westschulen, dazu gehören jetzt zum Beispiel die Otto Falkenberg in München, die sind ein bisschen anders, aber die Ostschulen, also zum Beispiel die HMT, die Hochschule für Musik und Theater in Rostock, als auch die Partnerschule heute, das ist in Leipzig die Hochschule, die sind sehr handwerksbasiert. Und man lernt also so von der Pike auf das Handwerk, von Sprechen über Bewegen. Und das, man muss sich selbst erstmal kennenlernen. Und das ist, glaube ich, so die größte Aufgabe an der Schauspielschule.
Und klar, natürlich macht man auch Party, gehört auch zum Studium, aber zu welchem nicht? Und ja, währenddessen kann ich noch erzählen, weil du das angesprochen hast, die Gesangsausbildung. Wir waren ja sehr viel auch damit beschäftigt, musikalische Sachen zu machen. Und das ist eigentlich ganz geil in Rostock, weil das halt eine Hochschule für Musik ist und gleichzeitig eine Schauspielschule. Und ich hatte dann halt das Privileg, dass ich gleichzeitig im ersten Studienjahr habe ich einen Professor dort für Gesang kennengelernt, der mir angeboten hat, mich zu fördern. Und da habe ich dann nicht Nein gesagt. Und außerdem hatte ich die Möglichkeit, jeden Tag in einen Raum zu gehen, in dem ein riesen Steinway-Sun-Flügel, genau, steht für 100.000 Euro. Und dann kannst du halt darauf üben. Und deswegen habe ich auch immer Musik gemacht. Mhm. Du hast viele Theater- und Musical-Rollen gespielt. Gab es welche, die dir in deinem Schaffen besonders im Gedächtnis geblieben sind? Und wenn ja, warum? Ja, es waren wirklich einige schöne. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich würde sagen, man nimmt immer so bestimmte Momente mit. Ein Kollege von mir hat es immer ganz schön ausgedrückt. Der hat gesagt, wenn du so einen Moment auf der Bühne hast, dann steck den so in dein Herz, in deine Schublade ins Herz. Und das habe ich immer getan. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hatte das Privileg, gleich nach der Schauspielschule wurde ich gefragt, ob ich nicht Romeo spielen möchte bei den Bad Hersfelder Festspielen. Und das ist ja sozusagen, das ist der Mercedes unter den Open-Air-Theatern. Und jeden Sommer kommen eben grandiose Schauspieler und spielen dort klassische Stücke, sind es meistens, und manchmal ein Musical. Und dort hatte ich dann das Vergnügen, sofort als Frischling, also ich war wirklich ganz frisch von der Schauspielschule und durfte da die Titelrolle spielen von Romy und Julia. Und ich habe dann eben neben Fritz, also Karl Friedrich Pertorius und Margit Carstensen, sind großartige, erfahrene Schauspieler, und neben denen durfte ich halt stehen, dort in der Mitte vor 1600 Leuten. Und das ist ein Moment, an den ich mich immer sehr gerne erinnere. Und dann, ich glaube, ein Stück, was mich auch sehr berührt hat, ist Backbeat. Das ist ein Stück über die Beatles. Ich sage immer Musical dazu, weil wir alles selbst gemacht haben. Also wir haben selbst Gitarre gespielt, Bass gespielt, Schlagzeug gespielt. Und das haben wir am Theater am Kudamm gespielt, was ja jetzt leider abgerissen worden ist. Ich bin neulich vorbeigefahren und dachte mir, huh, es ist ein Loch jetzt. Das war ja immer eine wahnsinnig schöne Spielstätte. Und das haben wir dort rauf und runter gespielt, dieses Beatles-Musical. Und ja, das Besondere daran war, wir haben am Ende immer eine Zugabe gegeben und die Leute haben dann angefangen zu tanzen. Und ich habe dann 60, 70-Jährige dort in der ersten Reihe tanzen sehen. Und in den Augen konnte man sehen, dass die Leute mit 14 vor den wirklichen Beatles standen. Und das war immer ein geiler Moment. Also an das erinnere ich mich auch sehr gerne. Oh, und eins fällt mir noch ein. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich dann von Rostock nach Berlin gekommen wegen Udo Lindenberg, also hier hinterm Horizont. Ne? Und für das Musical bin ich eben nach Berlin gekommen und da habe ich den Elmer gespielt. Also ich war Zweitbesetzung und ich war sogenannter Swing, habe da zwei Rollen gehabt. Und die Erstbesetzung vom Elmer ist dann aber im ersten Jahr wegen Rückenproblemen relativ schnell ausgefallen. Und dann habe ich fast nur den Bruder von Udo Lindenberg gespielt. Nee, was rede ich denn? Den Bruder von Jesse gespielt. Und da, also falls ihr die Story kennt, der fliegt ja in den Westen mit einem Heißluftballon. Also wahre Geschichte. Und da durfte ich sozusagen mit einem nicht ganz so großen Ballon, aber Ballon,
durfte ich über das Publikum fliegen, also über 1000 Leute mit einem Seil und bin da drüber geflogen. Und diesen Moment, dann über diese Leute zu fliegen, das war so ein geiler Moment. Also das war Wahnsinn. Das kann ich mir vorstellen, ja. Habe ich live gesehen. Ich hab mir das Stück angeguckt. Ach, tatsächlich? Okay. Ja, ja, das war schon beeindruckend. Ja, das war auch, ich muss sagen, ich vergleiche es immer gern wie ein U-Boot. Also ich habe das ein Jahr lang gespielt und dann hatte ich auch genug. 340 Shows, glaube ich, waren es in 14 Monaten. Das ist schon sehr viel. Also fünf Shows, Moment, lass mich überlegen. Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag eine und dann zwei Samstag, Sonntag. Volles Programm, ja. Das sind 8 Shows, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Blöd. War eine geile Zeit, aber wie ins U-Boot einsteigen und aussteigen. Und danach, was ist passiert? Und Udo kam immer vorbei und hat Eierlikörchen verteilt. Cool, ja. So, einmal im Monat. War der denn oft da, oder? Ja, so einmal im Monat, glaube ich. Okay. Also ich war ja im ersten Jahr da und er hat, glaube ich, auch schon sehr viel Spaß daran gehabt. Hast du ein Selfie mit ihm? Ich habe eins, ja. Ich glaube, ich habe, ja, eins. Eins habe ich, genau. Natürlich mit Sonnenbrille. Ja, natürlich. Und mit Hut. Mit Hut und Sonnenbrille, genau. Aber wir hatten ja alle in diesem Stück, hatten wir alle einen Udo-Hut. Das Lustige ist immer, an dem Hut waren auch die Haare dran. Also von der Perücke. Okay. Man hat okay. sich sozusagen den Hut und die Haare gleichzeitig aufgesetzt. Das fand ich immer sehr geil. Und wenn du noch weißt, die letzte Szene, die allerletzte Szene, da sollen ja ins Hotel Atlantik alle möglichen Udo-Doubles kommen, um sich dort zu bewerben. Und dann waren da halt 10 Leute mit Sonnenbrillen, die sich selber für Udo Lindenberg gehalten haben. Das ist zwar auch eine herrliche Szene. Oha. Ich fürchte, nein, das ist schon so ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her, ja, genau. Damals sind noch diese Busse rumgefahren mit den Aufklebern. Okay. Hier in Berlin, aber es ist wirklich schon ein bisschen her. Gut. Tja, und jetzt stecken wir mitten in Corona, aber wir erwähnen es nicht. Bald ist das wieder alles gut und dann gibt es wieder Theater. Hoffentlich, wird höchste Zeit. Ich möchte noch, bevor wir zum Hörspiel was einschieben, denn wir können natürlich auch nicht ohne Alden Ehrenreich gehen, heißt er, glaube ich, wenn ich ihn richtig ausspreche. Ja, Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich, genau. Alden Ehrenreich, nämlich den jungen Han Solo. Und das ist ja auch eine Rolle, die jeder mit dir verbindet. Wie war das für dich? Tja, das war natürlich absoluter Wahnsinn. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich glaube, alles hat angefangen mit einem regnerischen Samstagmorgen. Da wurde ich angerufen von Björn Schaller, sollte ein Begriff sein. Der meinte dann, hey Florian, kennst du Star Wars? Und dann habe ich gesagt, was ist das für eine Frage? Natürlich gehe ich ins Regal. Naja, und dann meinte er, ich soll mir mal den Teil 1 bis 3, also eigentlich ja 4 bis 6, anschauen, weil ein Prequel jetzt kommt mit dem jungen Han Solo, ein Casting. Tja, und dann war ich natürlich aufgeregt und habe das gemacht, habe alles angeschaut. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, wieso die auf mich gekommen sind, wieso ich diese Rolle spielen sollte. Und das war, muss ich jetzt sagen, das gute Ohr von dem Alexis, dem Aufnahmeleiter, der das gehört hat, dass ich, ich muss dazu sagen, ich hatte eine andere Serienhauptrolle gesprochen und in der hatte er mich gehört und hat gehört, dass ich manchmal in manchen Farben eben so klingen kann wie Wolfgang Pampel in jungen Jahren. Und deswegen wollte er mich dafür casten. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich das selber aber noch nicht mal von der Stimmfarbe her. Also ist mir nie aufgefallen. Naja, und dann habe ich diese Teile, die Star Wars-Reihen, haben wir dann angeschaut und auch mal mitgesprochen. Und es ist natürlich dann aufregend. Ich bin dann zum Casting gegangen und dann haben wir da einen Trailer aufgenommen.
Und der ging dann auf YouTube. Und das genial war, der hat so viel positives Feedback bekommen, dass Björn sich dann auch für mich eingesetzt hat und das nach Amerika ging, zu Disney. Und dann habe ich diese Rolle bekommen. Und stand dann mitten im Atelier und habe dann eine SMS bekommen und so, ja, du bist jetzt Han Solo. Und ich dachte, Wahnsinn. Und dann war das natürlich auch eine langwierige Arbeit, sage ich mal. Also ich sage mal so, es ist ja nie so, dass man sagt, okay, der eine hat jetzt diese Stimme und das reicht dann aus für eine Rolle. Die Stimme ist dann eigentlich auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist dann, ich bin ja ein großer Fan von Charakterarbeit, von Rollenarbeit. Also eins meiner wichtigsten Impulse so in der Schauspielzeit war immer Larry Moss und Ivana Chabok. Das sind zwei amerikanische Schauspielcoaches. Und ja, kurz zusammengefasst, es geht immer darum, sich sozusagen um das Innere, also das Innere einer Figur zu kümmern. Wieso ist der so? Wo ist der? Immer die Wie-Fragen. Wie ist der? Wo ist der? Was möchte der? Was möchte der in der Szene? Aber was möchte der auch im Leben? So diese, das Drumherum einer Figur zu klären. Und diese Arbeit dann zu machen in, ja, bei so einem großen Film wie Star Wars Solo, das war natürlich ein Privileg. Und ich bin da sehr froh, es war ein grandioses Team, also Matze, Matthias und vor allem Björn Schaller, der hat ja Regie gemacht. Und ja, wir saßen dann immer in den Abendstunden. Björn ist ja ein Workaholic, der hat tagsüber immer Jurassic World, ich glaube den dritten Teil oder den vierten Teil, ich weiß es gar nicht, aufgenommen tagsüber. Und abends haben wir dann Han Solo aufgenommen. Und das war eine tolle Arbeit einfach, weil wir mussten ja mehr erfüllen. Es reicht ja nicht, wenn man sagt, ja, okay, die Stimme klingt so ähnlich. Man muss ja gucken, dass man einerseits den Spagat schafft zwischen dem Han Solo, den wir eben aus den 70er Jahren kennen, von Wolfgang Pampel, und das zusammenbringen mit dem, was Alden Ehrenreich gespielt hat. Und ich muss auch sagen, Björn macht das ja alles so aus dem Bauch heraus. Und es ist dann natürlich toll, wenn ich als Schauspieler ihm voll vertrauen kann und mein Gehirn in seine Hände legen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ich glaube, dass wir im Deutschen so in manchen Farben eben in Richtung Han Solo, so wie wir ihn kennen, gehen konnten. Und dass das dem Film wirklich sehr gut getan hat. Und wenn dann noch so ein Feedback kommt oder auch Filmstarts hat geschrieben, über den Film und über die deutsche Synchro, das ist dann natürlich ein wahnsinnig tolles Lob. Weil Synchro, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir ins Kino gehen und es eine grandiose Synchro ist, dann sagen wir meistens, ja, das war ein geiler Film, super Film. Aber die Synchro wird ja selten gelobt. Und ich finde auch, wir haben in Deutschland ja ein Privileg. Wir haben englische Filme auf Englisch und auf Deutsch. Also wir haben beides. Und ich finde, wir haben die besten Synchros der Welt und die schlechtesten Synchros der Welt. Haben wir beide in Deutschland. Ist also auch ein Privileg. Und wenn man sich so erzieht, dass man auch die Synchro mal wertschätzt, das ist, glaube ich, sehr wichtig in Deutschland. Ja, da gebe ich dir recht. Also ich habe das immer schon sehr gemacht, weil ohne euch, ihr tragt ja auch mit dazu bei, dass die Filme erfolgreich werden und auch die Schauspieler und so. Und das wird jetzt zum Glück wieder ein bisschen mehr wertgeschätzt, seit jetzt es auch wieder die Synchronpreise und so weiter gibt. Also ja, stimmt, das ist jetzt neu. Das ist jetzt wieder da und das ist auch gut so. Ja. Ich glaube, die Christine Marquetin hat den Preis ja gewonnen und den hat sie auch sehr verdient. Ich erinnere mich gerade. Wir können uns ja auch glücklich schätzen, dass wir überhaupt den Synchro haben, weil die zum Beispiel Griechenland, die sehen die Titel nur im Original mit Untertitel. Also da bin ich schon froh, dass wir eine Synchro haben. Ja, oder manche Länder wie, ich glaube, Polen und Russland, die haben manchmal
einen kauenden Erzähler so im Hintergrund, der dann so darauf spricht, während er Butterbrot isst. Habe ich auch schon mal gesehen. Okay. Das ist schon oder eine höhere Qualität. Oder es wird in manchen Ländern einfach nur gevoice-overt. Ja, genau. Aber es ist interessant, also auch was wir als eben Qualität empfinden bei Synchron, das finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich habe mich neulich darüber unterhalten mit einem befreundeten Regisseur im Synchron, der hat gesagt, es gibt im Synchron keine festen, genormten Faktoren oder Merkmale, an denen man eine gute Synchro erkennen kann. Und ich muss sagen, ich widerspreche ihm da, weil es ist eigentlich, ich sage es ganz banal, entweder es ist geil oder nicht. Ich sage es absichtlich so banal. Und ich glaube, ich behalte mir da auch immer vor, ich sage das gar nicht als Schauspieler oder als Synchronschauspieler, ich sage das einfach als Zuschauer. Wenn ich ins Kino gehe, dann kann ich das alles ausschalten. Entweder ich finde es super oder nicht. Und was ich an der Stelle auch ganz spannend finde, ist, wann eine Synchro gut ist. Also was empfinden wir als gut? Empfinden wir die gut, wenn jetzt, wenn wir die ganze Zeit denken, ja, okay, der hat wirklich gesprochen, liegt das jetzt an den Lippen oder eben nicht? Und ich finde ja, dass der Trend geht immer mehr dazu, dass es zwar synchroner wird heute, also weil man kann ja auch Aufnahmen mit Pro Tools, mit technischen Hilfsmitteln. Man kann das ja heutzutage, kannst du ja alles schneiden. Du kannst das hin und her schieben. Also ein Mischtonmeister, ich glaube, ich war mal dabei, man kann aus einem Wort das T rausschneiden und in ein anderes hineinschneiden, ohne dass man das hört. Es ist alles möglich. Also ich empfinde es so, als ob viele Synchros zwar synchroner sind, aber trotzdem weniger Charakter haben, weil nicht mehr so viele Theaterschauspieler, also richtige Charaktere eben da sind. Also wenn wir uns überlegen, zum Beispiel erinnern an Arne Elsholz, das war so eine besondere Stimme und auch vom Sprechgestus, das war so besonders einfach. Ja, wir kennen ja Tom Hanks. Oder auf Rolf Schuld fällt mir ein. Ich hab mal einen Film bei mir hier zu Hause gesehen, den ich sehr mag, von Star Trek First Contact. Und da spricht ja Rolf Schuld Patrick Stewart. Und da ist mir erstmal aufgefallen, die haben eine Nahaufnahme und er spricht da, also man nennt das ja im Synchron Labiale, das sind ja Lippenschlüsse, also M, P, das sind sogenannte Labiolabiale, und wenn man die muss man natürlich bedienen im Synchron. Und mir ist aufgefallen, dass er in einer wirklich nahen Aufnahme hat er einen Text gesagt, der diese Labiale überhaupt nicht bedenkt. Also eine Sünde sozusagen heute im Synchron. Und trotzdem ist mir als Zuschauer niemals aufgefallen, dass das irgendwie ein Text ist, der nicht passt, weil er einen so großartigen Duktus hat und er das so großartig spielt. Und das ist nach meiner Meinung das Allerwichtigste. Das Spiel ist das ist einfach das Wichtigste und dadurch entsteht diese Illusion, die wir haben, dass jemand dort wirklich Deutsch spricht. So wie früher, als die Leute eben gesagt haben, ach so, wie synchronisiert, aber die sprechen doch nicht Englisch in Wirklichkeit. Hat man ja früher wirklich gedacht. Ja, wenn man so denkt an den Anfängen des Synchrons und so weiter, ja. Dreimal gedreht in unterschiedlichen Sprachen, wenn man jetzt zum Beispiel die, die ja. Stan Laurel und Oliver Hardy Filme sieht zum Beispiel. Ja, heute unvorstellbar wirklich. Ja. Oder auch Rainer Brandt. Ich stand mit Rainer Brandt auf der Bühne zusammen und er wird ja der Synchronpapst genannt. Und immer wenn das Publikum schlecht drauf war, dann kam er hinter der Bühne zu mir und sagte, Florian,
alles Arschlöcher. Das weiß ich noch. Und er hat ja diese legendären Filme, Synchronisationen gemacht, die ja wirklich viel besser als das Original sind, weil er einfach, die haben ja da drauf getextet, was sie wollten. Das war einfach mutig. Ja, bei den Bud Spencer und Terence Hill Filmen, genau, oder bei die zwei, das ist ja legendär wirklich. Das hat ja mit der Originalsynchro überhaupt nichts zu tun. Genau, und das wissen die Schauspieler, die wussten das auch. Die Amerikaner, die wussten das. Und die haben sich das irgendwann mal angeschaut und die haben dann gesagt, ja, vielen Dank. Es ist wirklich viel besser geworden. Mhm. Und dazu gehört aber natürlich Mut. Und heute ist das natürlich auch komplizierter geworden. Es gibt immer auch Redaktionen. Und klar, das ist ja auch wichtig, dass Redaktionen mitreden. Aber es ist auch ganz wichtig dann, dass man, wenn man als Redakteur da ist, dass man dann auch Mut hat. Und dass man sozusagen den Leuten, die eine Synchro machen, dass man ihnen vertraut. Weil die machen das beruflich. Und ja, ich wünsche mir mehr Mut. Ich möchte dreckige Synchros. Ich möchte Mut haben. Ich möchte ja Charakter. Für mich muss das nicht immer lippensynchron sein, weil wie zum Beispiel, was ich ja schon gesagt habe, bei Patrick Stewart, ja, scheiß auf den Labial. Das ist synchron, weil es geil gespielt ist. Und niemand merkt da, dass da ein Labial fehlt. Das merkt man nicht. Normale Menschen gucken in die Augen, nicht auf den Mund im Kino. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Ne? Ja, das alles gut, das war interessant, super. Das ist auch spannend. Ich habe jetzt übrigens auch gehört, dass sich Bud Spencer und Terence Hill die Synchro haben noch übersetzen lassen, damit sie hören oder wissen, was die überhaupt sagen. Ah, wirklich? Sehr geil. Ich habe noch mal eine Frage zu Star Wars. Hast du den Herrn Pampel überhaupt jemals kennengelernt? Oder nein, leider nicht. Mit ihm über die Rolle gesprochen? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe so viel schon gehört und ich war eingeladen auf der Star Wars Convention und habe da Hans-Georg Panscher kennengelernt, also Luke Skywalker und natürlich Prinzessin Leia. und ja, also Wolfgang Pampel würde ich natürlich gerne kennenlernen, aber ich glaube, er wohnt auch in Österreich und ich kann nur sagen, ich verehre ihn. Er ist wirklich ein großartiger Schauspieler. Und vielleicht, hoffentlich, darf ich ihn mal kennenlernen. Wir drücken dir die Daumen. Danke. Ja, ich würde mal gerne zum Hörspiel übergehen. Wie bist du zum Medium-Hörspiel gekommen und bist du auch mit Hörspielen aufgewachsen? Ja, natürlich. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich hatte auch eine große Kiste an Kassetten. Also zum Beispiel die drei Fragezeichen, natürlich. Enid Blyton, Fünf Freunde, TKKG, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, wo wir gerade bei Prinzessin Lea sind, also Susanna Bonasewicz. Ja klar, habe ich alles gehört, rauf und runter. Und da gab es auch geile, diese wahnsinnig tollen Hörspiele über Komponisten, also Mozart, Beethoven, damals noch mit Will Quadflieg, also richtigen Theatergrößen. Die hatte ich ja auch alle. Und ich glaube, kenn ich auch noch, ja. Kennst du auch noch? Ja, ja. Ja, die sind legendär. Und ich glaube, eher eins meiner ersten größeren Hörspiele, ja, das war wirklich nach Han Solo. Da hat mich der Simeon hat mich angeschrieben und meinte, ja, er hat Han Solo gehört und fand das toll und würde mich gerne besetzen als junger Jan Tenner. Und Jan Tenner, also ich habe nicht so viel davon gehört, aber ich weiß natürlich, ich wusste, dass das legendär ist durch Lutz Riedel, der ja den Jan Tenner gesprochen hat. Ich habe neulich, habe ich ihn getroffen, weil wir die neue Ridley Scott Serie Raised by Wolves aufgenommen haben und ich da den Vater spreche. Und ich habe Lutz Riedel einfach mal gefragt, so, seit wann er Jan Tenner gesprochen hat. Und dann hat er gesagt, ja, seit 100 Jahren. Ich glaube, irgendwann, es hat noch vor 1970 sogar angefangen. Genau, und deswegen wusste ich, ich kann ja jetzt nicht in solche großen Fußstapfen treten. Also es ist eine große Ehre, dass ich dann den jungen Jan Tenner spielen darf. Und ja, ich glaube, das war so meine erste größere Rolle.
Genau. Okay, dann haben wir schon eine Frage beantwortet, wie du dazu gekommen bist. Ist ja, war ja nicht schlimm. Wie würdest du denn Jan Tinner Junior charakterisieren und hat er ein bisschen Gemeinsamkeiten mit dir? Ich glaube, Jan Tinner Junior ist auch sehr dickköpfig. Das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Und ich glaube, er ist sich auch gar nicht so unähnlich mit Han Solo in manchen Aspekten, weil er auch jemand ist, der nicht unbedingt zuerst nachdenkt und dann handelt, sondern erstmal handelt und dann sieht, ja, was bringt ihm das eigentlich ein? Also erstmal mit dem Kopf durch die Wand und danach können wir uns ja anschauen, was passiert ist. So, das ist, glaube ich, sehr charakteristisch für Jan Tinner. Und klar, dann wird er halt verstrickt in den Kampf zwischen Gut und Böse und ja, Frauen, tja, so das Übliche, nicht wahr? Das stimmt, wobei, ich glaube, in der alten Serie hatte er eigentlich nur eine Freundin. Ne, ich meine jetzt, der alte, der normale Jan Tinner, nicht der Junior, sondern der Lucide. Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, Jan Tinner ist jetzt auch nicht so der Frauenversteher. Ich glaube, er ist mehr so ein Player und fühlt sich einfach groß. Und das ist auf der einen Seite sexy für Frauen, auf der anderen Seite ist es auch natürlich, ja, manchmal ist er einfach nicht sensibel, sagen wir es so. Magst du denn noch was über die Aufnahmen erzählen von Jan? Ja, das haben wir mit Simeon aufgenommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich fand es sehr nett, dass ich danach ein T-Shirt geschenkt bekommen habe mit einem großen Jan Tinner-Logo drauf. Das trage ich übrigens sehr oft. Ja, ich glaube, das Wichtigste bei den Aufnahmen war, dass ich mich da so in eine Blase begeben konnte. Also, wie schon gesagt, auch bei anderen Rollen, für mich ist ja so die nicht die äußere Suche, sondern die innere Suche. Das ist so für mich das Wichtigste. Und ich versuche auch immer, wenn ich die Zeit habe, alles komplett zu lesen, das Skript, also auch andere Figuren. Wobei ich muss sagen, wenn man viel zu tun hat, manchmal ist es unmöglich, hunderte von Seiten zu lesen. Dann, wenn ich das nicht schaffe, dann lese ich wirklich nur meine Rolle. Und dann versuche ich eben, die W-Fragen zu beantworten. Dann versuche ich rauszufinden, ja, wo spielt das? Wer bin ich? Was will ich in der Szene? Wo will ich hin? Was will ich im Leben? Und ja, wie kann ich das erreichen? Und das haben wir dann halt, glaube ich, gemacht in der Arbeit. Ich glaube, wir hatten viel Spaß. Ja, dann gehen wir doch gleich mal rüber zur Frage, weil du ein bisschen schon von erzählt hast. Wie läuft bei dir so eine Vorbereitung auf eine Rolle im Hörspiel und Synchron ab? Ja, genau, das betrifft das eigentlich schon. Genau, also immer die Suche nach dem Inneren, nach dem Wesen. Axel Malzacher sagt es immer ganz gut. Was ist das eigentliche Wesen von der Figur? Das finde ich so das Allerwichtigste. Oder wie redet der? Ist der eher naiv? Ist der eher naiv oder... wenn ihr wisst, was ich meine, dann man redet mir auch anders, wenn Leute eher so einfach gestrickt sind und aus einem einfachen sozialen Milieu kommen, oder wie tickt der im Kopf, ja, allein das macht ja schon ein bisschen was, so mit dem Sprachduktus. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Pralinschachtel, ja, das macht ja was mit einem so. Oder ist das halt jemand, der immer verletzt wurde und der sich einen Panzer aufgebaut hat und deswegen muss er den anderen immer Vorwürfe machen, ja? Immer den anderen, das ist wieder ein anderer Charakter, ja? Und so das versuche ich immer zu verstehen, weil das interessiert mich mehr als jetzt im Synchron halt natürlich, klar, Lippensynchronizität und im Hörspiel haben wir ja sowieso keine Lippen. Das ist ja das Großartige, aber auch die Herausforderung, weil im Kopf ist ja erstmal alles schwarz. Also man hat da Text, aber man muss alles herum sozusagen hinzufügen. Man muss malen, man muss sich vorstellen, wo ist das? Und Orte zum Beispiel machen ja auch was mit einem.
Wenn ich jetzt am Strand bin, ja, damit viel entspannter, als wenn ich in einem klaustrophobischen Raum eingesperrt bin, wo eine Säge auf mich zukommt. Das ist natürlich was ganz anderes. So. Und diese Wie-Fragen zu beantworten, das, glaube ich, steht im Zentrum so einer, von einer schauspielerischen Arbeit. Mhm. Mal so Interesse, aber wie viele Seiten hat denn so ein Hörspiel, so eine Hörspielfolge, so als Skript? Also ich kann zum Beispiel erzählen jetzt, ich war gestern bei Iva Leon Menger, der grandiose Hörspiele macht und ja, wir haben die neue Staffel von Ghostbox aufgenommen, Staffel 3, wo ich David Lee spiele und da habe ich es geschafft, die ganze Folge, also alle Folgen sozusagen zu lesen und da hat eine Folge, glaube ich, 150 Seiten. Ui. Die ist dann aber auch voller Dialoge mit, ja, 20, 30 verschiedenen Figuren, würde ich jetzt schätzen, so. Das ist schon heftig. Ja, um mal zu sagen, für alle, die es noch nicht gehört haben, also das sind immer 10 Folgen und so um eine Länge um eine Stunde, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das ist schon skriptmäßig wahrscheinlich auch nicht Holz. Ja, genau, genau. Deswegen ist es auch, wenn man so sagt, ja, man geht jetzt eine Stunde hin aufnehmen, man hat halt davor schon ein paar Stunden mehr das durchgelesen und ja, macht dann die Arbeit eben zu Hause. Ist dann auch so ein bisschen Hausaufgaben. Und das kann ich auch vielleicht sagen zum Synchron. Das ist natürlich jetzt sehr üblich, dass man im Synchron bei einer Serie, dass man dann nicht immer die Serie vorher gesehen hat. Und deswegen kann ich auch nicht immer vorbereiten, was das für ein Typ ist oder eine Situation. Und dann ist sozusagen mehr Intuition gefragt und Erfahrung, dass man eben das schnell aufnimmt, wenn man da im Studio ist und eine gute Regie, die einem dann erklärt, okay, du bist derjenige, stehst in Beziehung zu den Personen und musst dich darauf konzentrieren vor allem. Und dann erarbeitet man das zusammen, klar. Aber ich muss sagen, also es macht schon einiges aus, wenn man das Privileg hat, einen Film vorher zu sehen, dann wird die Synchro auch besser, weil es gibt etwas, das nennt sich schauspielerischer Bogen. Also wenn du weißt, wie ist die Entwicklung, wo geht das hin, wo fängt es an und wo bist du mit einer Figur am Ende, dann kannst du eben genauer in Extreme gehen und kannst sagen, okay, hier erlaube ich mir diese Farbe, hier erlaube ich mir diese Farbe und das Ganze ergibt dann sozusagen eine ganze Rolle. Das wäre natürlich ideal, dass wir vor jedem Film, vor jeder Serie alles geguckt hätten, dass wir den Text vorher kriegen. Aber bei der Menge, was wir synchronisieren, ist das gar nicht möglich. Und dann ist ja auch noch die Angst da aus Amerika meistens, dass es irgendwie raubkopiert wird oder so weiter. Weil früher war das ja noch gang und gäbe, dass man die Filme vorher gesehen hat. Ja, stimmt. Das ist natürlich in Zeiten von Social Media alles schwieriger geworden. Deswegen haben wir ja auch, also bei großen Kinofilmen, da sieht man ja manchmal wirklich nichts. Manchmal sieht man nur den Kopf und nichts von der Situation. Dann heißt es genauso wieder, man muss alles hinzufügen im Kopf. Oder man sieht nur die Lippen und alles andere ist geschwärzt oder verpixelt. Ja, das stelle ich mir wirklich schwer vor. Ja, es verleitet auch manchmal so, das Falsche zu spielen, aber da braucht man eben eine gute Regie und ja, dann Vertrauen, sag ich mal. Nimmst du denn lieber im Ensemble auf oder alleine, also dieses sogenannte Xen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, ich nehme sehr gerne alleine auf, weil man sich dann einfach konzentrieren kann. Und ich spiele mir auch gerne immer alles rein. Also ich spiele mir gerne das Deutsche rein von den Kollegen, wenn die schon aufgenommen sind. Dann kann ich hören, was die Kollegin, die Synchronsprecherin zum Beispiel aufgenommen hat. Und gleichzeitig höre ich mich auch manchmal selber an. Es gibt sowas wie eine Ego-Taste. Nicht in allen Studios, aber in manchen. Und das ist dann auch immer sehr hilfreich, weil man dann merkt, ah, okay, so klinge ich gerade.
Was mache ich denn da für eine Scheiße? Wie kann ich das besser machen? Und genau, dann kann man da so korrigieren. Und jetzt, um wieder zur Frage zurückzukommen, ja, ich nehme sehr gerne alleine auf. Aber ich muss sagen, ich habe ja auch damals im Ensemble angefangen und ich habe das geliebt. Also ich mag es so gerne, anderen zuzugucken. Und ich war an jedem Take wirklich dran. Ich habe immer zugeschaut, was die anderen gemacht haben. Ich habe immer versucht zu lernen, ah, okay, so funktioniert's oder so geht's nicht. Okay, oder so könnte man es noch machen und zuschauen. Durch Zuschauen kann man so viel lernen in meinem Beruf, in unserem Beruf. Sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera oder vor dem Mikrofon. Und ja, im Ensemble lernt man auch was. Wobei ich dann sagen muss, bestimmte Sachen lernt man auch nicht im Ensemble. Ich habe dann sehr viel auch dem Thorsten Michaelis zugehört, der ein grandioser Schauspieler ist. Und der ist auch sehr erpicht und sehr, also er gibt sein Wissen wahnsinnig gerne weiter. Und das war so eine Freude, ihm zuzuschauen. Damals war ich im Atelier und ja, das war wie Schauspielunterricht live. oder so. Pass auf, Florian, so machst du das. Ist immer zu mir gekommen, dann zum Mikrofon, dann wieder zu mir, dann zum Mikrofon. Es war fast interaktiv war das schon. Wenn du jetzt so erzählst von Faust Michaelis und so, gibt es so für dich Vorbilder im Hörspiel und Synchron, von denen du dir viel abgeschaut hast? Ja, ich bin grundsätzlich jemand, der sich gerne Dinge abschaut und auch weiterlernt. Also ich glaube, eine Leidenschaft von mir ist zu lernen. Ich habe immer wieder neue Sachen angefangen. Also gerade habe ich zum Beispiel mit Golf angefangen, weil mir das sehr viel Spaß macht, auch draußen in der Natur zu sein. Und einfach, weil ich etwas machen wollte, was ich noch überhaupt nicht kann. Und beim Synchron war es genauso. Also ich wusste, ich stand 10 Jahre auf der Bühne. Ich weiß, wie ich spielen möchte. Aber Synchron hatte ich keine Ahnung, wie das geht. Und dann habe ich natürlich viel zugeschaut und versucht, mir was abzuschauen. Ah, okay, wie macht der das? Und ein Vorbild, ja, Vorbild auf jeden Fall. Also Thorsten, so nenne ich ihn, den Thorsten Michaelis, der ist definitiv ein Vorbild, weil er einfach ein Feuerwerk an Farben hat. Und das ist großartig. Björn Schaller ist auch ein Vorbild von mir. Diese Schnelligkeit im Kopf und diese, den Reichtum aus Farben zu spielen und Björn ist auch grandios im Texte ausdenken. Also du kannst einen Satz anschauen und innerhalb von 5 Sekunden sagt er dir drei Übersetzungen. Das ist Wahnsinn. Oder zum Beispiel Axel Malzacher auch in literarischer Hinsicht. Axel ist wahnsinnig gut mit Worten. Ja, es gibt schon einige Vorbilder. Könntest du dir vorstellen, auch Dialogbücher zu schreiben oder Synchronregie zu führen, so wie es einige deiner Kollegen tun? Also ehrlich gesagt, so vordergründig muss ich sagen, habe ich überhaupt gar keine Ambition jetzt so für Synchronregie. Allerdings, holen wir doch mal aus. Also wenn ich jetzt überlege, was ist denn eigentlich so die Aufgabe von Regie? Einerseits auf jeden Fall das Stück zu kennen, manchmal Texte der Synchronregisseur auch, nicht immer heutzutage. Auf jeden Fall muss er das Stück, also muss er den Film kennen und die Charaktere, wie sich die weiterentwickeln. Und das ist aber bei weitem nicht alles. Er muss auch imstande sein, sozusagen die Synchronsprecher, die ins Atelier kommen, die zu verstehen und sie dazu zu bringen, das zu spielen, was die Figur ausmacht und dann in den Gesamtkontext setzen. Und also es gibt wahnsinnig tolle und viele Regisseure, ich kann jetzt gar nicht so viele Namen nennen, aber es gibt in der Branche auch genauso viel, es gibt auch viele Leute, die ja selber das gar nicht so richtig können. Und wenn ich manchmal bei jemand bin, wo ich merke, okay, der
der sagt jetzt eigentlich nur, mach mal lauter, mach mal leiser, ja, gib mal mehr rüber. Und wenn ich merke, okay, der ist jetzt mehr ein Zuhörer, der gar nicht wirklich sagen kann, okay, woran liegt's? Wenn jemand die schauspielerischen Farben nicht versteht, mit denen wir malen als Künstler, dann denke ich mir manchmal, okay, irgendwann mal, vielleicht in 10 Jahren, habe ich vielleicht eine Verpflichtung, Synchronregie zu machen. Aber auch nur deswegen, weil ich weiß, ich hatte während meiner Schauspielschulzeit, habe ich eine Theatergruppe gegründet mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, zum Beispiel Opernsängern, aber auch Studenten, Schauspielstudenten. Und die habe ich gecoacht und Improvisation gemacht. Und da habe ich ein Talent von mir entdeckt. Ich bin sehr gut darin, andere zu fördern und sie zu großen Dingen zu bringen. Also sich selbst zu entdecken und etwas in ihnen zu sehen. Ich habe irgendwie das Talent, in Menschen etwas zu sehen, was sie selbst noch nicht sehen, und das zu fördern und sie darin zu bestärken. Und so, wenn ich mir so Regie vorstelle, dass Regie einfach nur die Hilfestellung ist, um einen Schauspieler zu unterstützen und ihm sozusagen ein großartiges Umfeld zu kreieren, in dem er blühen kann, dann würde ich sagen, ja, dann möchte ich irgendwann mal so Regie machen. Ja, das braucht auch, denke ich mal, seine Zeit, weil ich kenne auch viele von deinen Kollegen, die da auch so reingekommen sind so ein bisschen. Und deshalb, irgendwann kommt's und dann, ja, schauen wir mal. Ja, genau. Also ich glaube, der richtige Weg ist einfach auch, viel auszuprobieren, viele Rollen zu spielen, Erfahrungen zu sammeln, sich viele Menschen kennenzulernen und dann irgendwann mal einfach reich an Farben zu sein. Und ja, Martin Kessler sagt ja immer, spiel Theater. Genau. Wie ist das privat bei dir? Du hast schon gesagt, du bist mit Hörspielen und aufgewachsen. Hörst du heute noch welche? Hörst du Hörbücher? Und wie ist es mit deinen Sachen, die du synchronisierst oder ähnliches? Hörst du dir das an oder ist es für dich vorbei, wenn du aus dem Atelier gehst? Nein, das ist auf keinen Fall vorbei. Das ist eins der wichtigsten Instrumente eigentlich, die man hat. Ich würde sagen, also wenn ich aus dem Atelier gehe und die Katharin sagt, ja, es ist super geworden, dann versuche ich ihr natürlich zu glauben. Aber für mich ist immer noch einer der wichtigsten Schritte und Instrumente, dass ich mir irgendwann mal, wenn die Serie oder der Film, der Kinofilm veröffentlicht ist, dass ich mir das anschaue. Und ich muss sagen, dass das ist dann nicht so ein Genuss, so von wegen, ich höre mir das an und ich finde mich so geil. Das ist eher ein analytisches Angucken dann, also meistens, und manchmal auch schmerzhaft. Wenn man dann merkt, ist sehr selbstkritisch, okay, oder was? Ja, ich bin relativ selbstkritisch und dann frage ich mich dann schon, okay, was habe ich denn da verbrochen? Aber dann, wenn es auch gut geworden ist, dann kann ich das auch ausblenden und kann das genießen, das schon. Aber es ist immer so ein Instrument, also eine Arbeit. Und man wird nur so wird man besser, wenn man in diesen Schmerz hineingeht und sich auch mal reflektiert. Genau. Und deswegen, ja, gucke ich mir das auf jeden Fall an. Und jetzt aber, genau, deine erste Frage, was höre ich privat? Also gerade habe ich, wir haben angehört Ghostbox Staffel 2, wo ich ja den David Lee zum ersten Mal gesprochen habe. Und das haben wir wirklich hoch und runter gehört, alle 10 Folgen, in meinem Auto, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Der Eckhard Dux, ich glaube, er ist der älteste Sprecher jetzt in Deutschland. Mit Jürgen Thormann, ja. Ah ja, genau. Der spricht ja dort den Erzähler, ohne jetzt zu spoilern. Und das ist eine Stimme, die ich einfach wahnsinnig feiere. Also Eckhard Dux, ganz großartig. Eine Legende, ja. Ja. Und was ich gerade durchgehört habe, auch
im Auto, ich höre ja gerne im Auto, ein Hörspiel, das heißt, wie heißt es nochmal? Mein bist du, genau, hat Martin Kessler gelesen. Das war sehr interessant. Ich glaube, Martin konnte da sehr viel ausleben. Über einen Psychopathen. Das fand ich auch sehr spannend. Klar, also Hörspiele und Hörbücher begleiten mich immer. Gibt es Rollen, die du gar nicht magst? Gute Frage, ja. Nein, es gibt eigentlich grundsätzlich jetzt keine Rollen, wo ich sage, die mag ich nicht. Aber Rollen machen mir unterschiedlich viel Spaß. Also ich spiele wahnsinnig gerne den Bösewicht, weil das einfach, ja, ich weiß auch nicht, das macht einfach Spaß. Das hat Lutz Riedel auch gesagt. Lutz Riedel hat auch gesagt, er hat am Anfang nur die Glatten gespielt, die glatten Guten, und irgendwann mal hat er einen Rollenwechsel gehabt zu den Bösewichten, zu den Psychopathen, und das macht natürlich Spaß. Vielleicht, weil man im wahren Leben dann halt nicht jeden Tag so den Psychopath raushängen lässt. Darf man ja nicht. Und ja, genau, sowas macht natürlich sehr viel Spaß. Aber mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß, unterschiedliche Rollen abzudecken. Also die Bandbreite. Altersmäßig als auch so charaktermäßig. Also verrückte, abgedrehte Leute, da hatte ich neulich eine Rolle, der war total abgedreht. Und das macht mir auch Spaß. Klar. Okay. Okay, du kommst ja vom Theater, bist ja sehr versiert und hast ja auch das studiert. Könntest du dir vorstellen, ich wüsste nicht, dass du schon mal gemacht hast, auch mal ein Live-Hörspiel auf der Bühne da mitzuwirken? ja, ich hab schon mal eins gemacht, allerdings in Hannover. Und in Berlin habe ich noch keins gemacht. Das hat auf jeden Fall saumäßig Spaß gemacht. Und ich habe eins angeschaut, vielleicht war die auch da. Wo war das nochmal? Hier im Klunkerkranich mit Nana Spier. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich liebe es auf jeden Fall, Prima Vista zu lesen. Und wenn ich mir vorstelle, es gibt ja so Lesungen, bei denen das Publikum irgendwelche Sachen mitbringt und man liest es dann. David Nathan ist ja da saumäßig spontan, und ich glaube, das ist wahnsinnig, wahnsinnig unterhaltsam einfach, wenn dann das Publikum eine Inhalts, was haben die mitgebracht, eine Beschreibung, wie man eine Turbine aufbaut oder sowas, oder irgendwas völlig Verrücktes. Ich glaube, es würde mir sehr viel Spaß machen. Allein schon wegen der Interaktion mit dem Publikum, was ja im Theater immer, das ist ja das Schöne am Theater, dass man Publikum hat. Ich habe oftmals bei uns in Hamburg Oliver Rohrbeck und Detlef Bierstedt erlebt. Die machen das ja auch schon viele, viele Jahre. Und das ist wirklich klasse. Also wir hatten es denen auch nicht live gemacht. Also sie mussten als Berliner einen plattdeutschen Text lesen und haben sich dann natürlich tierisch einen abgebrochen. Und das Publikum hat sich natürlich totgelacht. Ja. Also ja, und diese Turbinenanleitungen sind natürlich auch klasse. Diese technischen Anleitungen und sowas, ja. Oder was hatten die irgendwie, eine Weihnachtsbaumanleitung aus China oder irgendwie sowas übersetzt? Also ja, ja. Krass, ja. Wirklich. Ja. Ach, da fällt mir ein, ich werde eine Live-Lesung dieses Jahr noch machen. Vom Sommernachtstraum. Ich kann mal nachgucken. Im November. Am 28. November. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist, aber da bin ich auf jeden Fall beim Sommernachtstraum dabei. Ich glaube, David Nathan auch. Gerrit Schmidt-Voss auch. Also Leute, vielleicht ein kleiner Programmtipp, wenn ihr Florian mal live erleben wollt. Ja. Oh, das ist ein Theaterstück, das habe ich auch schon gespielt, in Hannover, in den Herrenhäuser Gärten. Und das war auch eins der Stücke, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Als Musical, in der Variante von Heinz-Rudolf Kunze. Ach, okay. Alle Frauen wollen nur das eine, einen Mann an der Leine. Genau, in Hannover. Was hat denn Herr Kunze mit Schauspiel zu tun? Ja, wahrscheinlich eigentlich nicht so viel, aber er hat die Texte übersetzt. Ah, okay. Man kennt ihn ja sonst eher als Musiker.
Als Musiker, genau. Von Dein ist mein ganzes Herz. Ja, oder wenn du dich noch erinnerst, André, dass er damals die Edgar Allan Poe-Intros gelesen hat, damals bei den Hörspielen. Ja, genau. Ach, hat er? Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja. Bei der Produktion von Stiel hat er die Intros gelesen. Ah, aber ich bin ein großer Edgar Allan Poe-Fan. Das ist gut zu wissen. Hör die Serie mal. Die ist wirklich das Atmosphärischste, was es im Hörspiel gibt, meiner Meinung nach. Die ist ja nun schon, ich glaube, von 2006 bis 2009 ist die auf jeden Fall unerreicht bis heute. Wirklich klasse. Also ich habe die schon so oft gehört und du erlebst die immer anders. Ja, super. Welche Wünsche hast du noch für deine berufliche Zukunft? Welche Wünsche habe ich für die berufliche Zukunft? Keine Wünsche zu haben. Ich erkläre es. Man ist als Schauspieler, vor allem wenn man dann von der Schauspielschule kommt, ist man eigentlich die ganze Zeit immer dabei zu schauen, mehr zu wollen. Man möchte immer mehr. Ah, da möchte ich die Rolle noch spielen und die und die. Ich war so lange Zeit, ich war auch so lange Zeit. Ah, und dann möchte ich noch die Rolle und das und dann möchte ich dort und dann möchte ich in Berlin spielen, in der Hauptstadt und dann das. Und dann steht man mal auf der Bühne in der Hauptstadt und dann weiß man, okay, ja, das ist geil, aber wenn man so das Loch in seinem Herzen nicht füllen kann, dann kann man es damit auch nicht füllen. Und deswegen, glaube ich, ist das Schönste, was ich mir jetzt vorgenommen habe, zufrieden zu sein für all die schönen Rollen, die ich spielen durfte und noch spielen darf. Das ist, glaube ich, eins der schwierigsten Sachen, die man als Schauspieler machen kann, weil, also ich kenne ganz viele Kollegen, die immer so getrieben sind. Und am Theater verdient man ja auch nicht so richtig viel Geld. Also wenn man Musik macht und singen kann, dann ist es schon besser, aber es ist ja immer schwierig. Und wenn ich dann manchmal Kollegen gefragt habe und gesagt habe, okay, was hast du gemacht? Und die haben gespielt, dann waren die dann immer ganz stolz. Und wenn ich sie einen Monat später gefragt habe, was macht ihr denn so? Und, ja, ich bin arbeitslos. Dann ging der Kopf immer nach unten und es war ihnen peinlich. Das muss nicht so sein. Das gehört zu einem Beruf einfach dazu, dass man Ruhepausen hat, dass man mal 10 Rollen auf einmal spielt, dann kommen alle auf einmal. Das ist halt so in einem künstlerischen Beruf. Und ich bin wahnsinnig froh über jede tolle Rolle. Und ich glaube, ich habe mir da gar nichts Großes vorgenommen. Ich freue mich einfach. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Beruf machen darf. Und wir sind dankbar, dass wir hören dürfen. Das freut mich sehr. Okay. Gibt's etwas an deinem Beruf, das du nicht magst? Was mag ich an dem Beruf nicht? Ich glaube, eine Sache, mit der ich mittlerweile sehr gut umgehen kann, das ist Neid. Es gibt in unserem Beruf, auch im Synchron, gibt's viel Neid. Und vielleicht reden wir kurz drüber. Was ist Neid eigentlich? Ich bin ja auch nicht frei davon. Und wenn ich manchmal, ist ein Freund von mir, ein Kollege. Und wenn man zu jemand hingeht und sagt, ey, du Schwein, ich bin so neidisch auf dich, dass du diese Hauptrolle in der Serie sprichst oder dass du diese tolle Filmrolle bekommen hast. Ich bin so neidisch auf dich, du. Und das ist eigentlich gar nicht der wahre Neid. Das ist im Endeffekt, da ist derjenige eigentlich schon ehrlich zu sich und gibt hintenrum Anerkennung. Der wahre Neid ist ganz anders. Das ist dann, wenn Leute hinterm Rücken über andere erzählen, ich habe gehört, der spricht jetzt den und den oder der spielt jetzt den und den. Aber ich muss sagen, er ist ganz schön eingebildet. Oder, aber der muss noch viel lernen. Und
Interessiert mich nicht. Und das hinterm Rücken. Und das passiert halt sehr oft in jeder künstlerischen Branche wahrscheinlich. Im Theater, im Ballett, im Film und Fernsehen, genauso wie im Synchron. Und das ist eigentlich so der wahre Neid. Und das Faszinierende daran ist, dass im Endeffekt die Leute, die das machen und die dann hinterm Rücken über Leute reden, die schaden eigentlich nie demjenigen, über den sie reden. Sie schaden nur einer Person und das ist sich selbst. Weil sie nämlich die Mauer zumachen, für sich selbst weiterzulernen. Und ja, das ist so eine Sache, die finde ich dann nicht so schön. Aber ich will jetzt auch nicht so altklug hier klingen. Ich habe auch eine Lösung dafür. Also wenn ich merke so, oh, okay, ich bin jetzt neidisch und so, dann gucke ich mir das mal an. Und manchmal, wenn ich das toll finde, dann gehe ich auch hin und sage, hey, Junge, was du da gemacht hast, das ist wirklich großartig und das hast du toll gemacht. Also wirklich ehrliche Anerkennung. Jetzt nicht jetzt irgendwelche blöde Schleimerei, sowas ist scheiße, aber ehrliche Anerkennung. Und das heilt einen dann wirklich davon, von so einem Neid, der einen bringt, hinterm Rücken zu reden und andere schlecht zu machen. Genau. Kannst und darfst du uns denn noch was über deine zukünftigen Projekte erzählen? Was darf ich denn erzählen? Na, ich glaube, ich habe schon viel gespoilert. Ja, gerade online auf Sky, Raised by Wolves, Ridley Scott Serie. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber ich bin sehr gespannt. Und Ghostbox Staffel 3, Hörspiel von Eva, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das haben wir gestern aufgenommen. Und was kann ich noch erzählen? Ja, ich glaube, demnächst bin ich auch in einer kleinen Rolle bei GZSZ zu sehen. Und bald auch in Blutige Anfänger. Da spiele ich einen Fotografen. Das müsste, nee, dieses Jahr nicht, nächstes Jahr müsste es in die Öffentlichen gehen. Genau. Dann müssen wir mal die Augen offen halten, André. Ja, bitte. Ich finde das immer interessant, wenn man dann auch mal so Leute wie euch, die man so mit der Stimme eigentlich nur so verbindet, auch mal im TV oder so sieht. Das ist interessant. Ja, Thorsten Michaelis zum Beispiel, der dreht ja auch sehr viel. Ich glaube, Thorsten wird immer besetzt als die Psychopathen. Ja, da ist er auch prädestiniert für, ja. Und er hat auch ganz viele Rollen so als von Farbigen, die er spricht. Ist mir mal aufgefallen. Ah, da fällt mir ein, er hat ja in Rush Hour 1 hat er Chris Tucker gesprochen. Und das ist ja der absolute Wahnsinn, weil, also ich glaube, wenn man so die zwei Stimmfarben nebeneinander stellt, ich glaube, das eine ist so tief und Chris Tucker ist ja, what? Er redet die ganze Zeit da oben. Es ist schon faszinierend, was Totti alles kann. Ja, oder auch Blade hat er ja auch, wie heißt der noch? Wesley Snipes. Danke. Hat er auch synchronisiert. Ah, ja, genau. Siehst du denn bei dir schon irgendwie, das fällt mir jetzt auch noch ein, dass man du auf irgendwie schon besetzt wirst, was öfter mal vorkommt? Meinst du jetzt im Synchron oder im... Ja, im Synchron, da hast du auch schon irgendwie so, okay, da werde ich jetzt öfter drauf besetzt oder so. Also ich werde auch oft... Also typmäßig. Ich werde ganz oft für auch Farbige, also für Schwarze besetzt. Ich werde öfter für Bösewichte besetzt. Dann werde ich auch ab und zu für total durchgedrehte besetzt. Und das ist eigentlich die komplette Bandbreite. Was ich jetzt nicht so mache, ist so die Teenie-Serien, die dann so hoch sprechen, das mache ich dann eher seltener. Vielleicht ist es auch, ja, so eine Typsache. Aber es ist schon ganz lustig, selbst im Synchron, wo ja eigentlich die Stimme
ausschlaggebend ist und nicht das Aussehen. Manchmal denke ich mir, ja Wahnsinn, das sieht ja jeder Schauspieler so aus wie der Synchronsprecher. Also manchmal wird schon auch besetzt nach Aussehen. Mhm. Heute, jetzt ist das ja so mehr, dass ich, das war ja lange Zeit gar nicht so, dass man überhaupt die Gesichter hinter den Stimmen kannte. Das kommt jetzt die letzten Jahre erst so auf. Mhm. Durch auch ein tolles Projekt, was ich immer sehr, sehr gerne empfehle, ist Faces Behind the Voices. Mir fällt der Fotograf jetzt nicht mehr ein, der das vor 3-4 Jahren gemacht hat. Der hat 30 Sprecher abgelichtet und eben auch einsprechen lassen und hat dann so, ist damit dann durch große Bahnhöfe gezogen mit lebensgroßen Aufstellern und so weiter. Und dann hast du halt, ich glaube, Charles Reddinghaus war dabei, Sandra Schwittau war dabei und Katrin Fröhlich. Also dann hast du wirklich mal, gut, uns Nerds sagen die Gesichter alle was, aber der breiten Masse eben nicht. Und das fand ich halt schön, dass das mal dann in den Vordergrund geraten ist. Weil wenn man so wirklich nur die Stimme hört und dann die Gesichter dazu sieht, dann denkt man auch mal irgendwann dann so, da hätte ich jetzt so gar nicht so gedacht, dass der so aussieht. Ja, total. Das ist wahnsinnig interessant. Ich kann mich erinnern an das Projekt. Was mir gerade so einfällt, die Dinger kennen Sie vielleicht auch, wenn man ins Museum geht, kann man sich ja so mit Kopfhörer so Sachen erklären lassen. Und da habe ich in einem Museum, habe ich mal Christian Rode gehört und war völlig, völlig überrascht. Wäre das auch was für dich? Ja, wie nennt man das? Museumsguide, glaube ich. Guides, oder? Ja, genau, genau. Ja, klar. Also ich spreche auch viel Doku. Also ich bin ja auch zu hören auf D-Max als die Stimme von Deutschland 24/7. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das konnte ich am Anfang gar nicht, weil es sehr anspruchsvoll ist. Du siehst halt einen Timecode, also eine Zeit siehst du im Bild laufen. Und dann hast du manchmal halt auch 10 Zeiler und musst halt gleichzeitig gucken, dass das auf die Zeit passt. Und ich mache das wahnsinnig gerne, aber ich mache dann auch, streng den Kopf ein bisschen an. Du kannst sehen, okay, du hast jetzt 20 Sekunden für 4 Zeilen. Rechne ich immer 20 durch 4, ist 5 Sekunden pro Zeile. Und dann, das Prima Vista lesen macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und von daher kann ich mir das auch mal vorstellen, dass ich so einen Museumsguide mache. Klar. Okay. Ja, dann sagen wir vielen, vielen Dank, dass du uns so lange deine Zeit geschenkt hast und den Hörern. Das war sehr interessant, wirklich. Und dann sage ich immer zum Abschluss oder wir zum Abschluss, alles Gute für die Zukunft, dass wir alle gesund bleiben und du das noch lange für uns machst und da noch lange Spaß dran hast, so wie wir. Ja, ich habe zu danken. Das wünsche ich euch auch und ich habe da ein ganz großartiges Gefühl. Wir auch, okay. Gut, dann, ja, wie gesagt, tschüss und euch bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao. Euch gefällt die Talker Lounge und ihr möchtet uns unterstützen? Dann bewertet uns bei Spotify, iTunes, Podcast.de, TuneIn und Deezer. Jede Bewertung bringt uns in den Charts weiter und zeigt uns, wofür wir das Format machen. Wie ihr das machen könnt? Ganz einfach. Unter jeder Folge findet ihr die jeweiligen Links zu den Portalen, wo ihr eine Bewertung abgeben könnt. Ihr wollt uns noch mehr unterstützen? Dann freuen wir uns über jede PayPal-Geldspende. Geht einfach hierfür auf www.talker-lounge.de/spenden und klickt dort auf den Spenden-Button. Das ganze Team dankt euch für eure Unterstützung. So, jetzt sind wir auch durch die 149. Talker-Lounge-Folge schon durch. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch einen schönen Monat. Bis zur 150. Lasst euch überraschen, was wir da geplant haben. Und lasst es euch, wie gesagt, gut gehen. Bis denn. Ja, das Jahr hat doch schon mal ganz schön angefangen. Das lässt ja auf weitere Rezensionen und Talk im Studios hoffen. Also, dann, schöne 4 Wochen. Bis zum nächsten Mal.
Ja, da sind wir schon wieder rum. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und ja, wie gesagt, nach der 149 ist vor der Jubiläumsfolge 150. Mal gespannt, was wir da machen für euch. Seid gespannt und dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. Bis dann. Ja, ich fand's auch sehr schön heute. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Und dann sage ich bis dann, eure Sabrina. Ich sag auch tschüss. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und seid gespannt aufs Jubiläum. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Und das blieb im Schneideraum liegen. Sabrina? Ja, von mir auch ein frohes neues Jahr. Anfang letzten Jahres mussten wir Schlangra leider mit einem Cliffhanger verlassen. Wie es jetzt weitergeht, dazu kommen wir heute. Mit der 15. Folge von Dragonbound, dem zweiten Teil von Das Horn von Arun. Das silberne Horn von Arun. Okay, nochmal. Nochmal ganz. Also zum Beispiel bei mir war es Ghost Sitter Staffel 2. Fand ich super. Ich freue mich tierisch auf die 3. Staffel und meiner Meinung nach eins der besten Hörspiele dieses Jahr. Meinst du Ghost Sitter oder meinst du Ghostbox? Ghostbox, habe ich Ghostbox. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum war Ghost Sitter dieses Jahr? Ich habe gedacht, war das nicht letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Ghostbox Staffel 2. Ghostbox Staffel 2. Mal gucken, ob ich davon irgendeins nehme. Tja. Genau das ist das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, das sind eigentlich, habe ich schon eigentlich gesagt, eigentlich die Highlights immer für mich des Jahres, so die Live-Veranstaltung. Und da war dieses Jahr halt nichts mehr dann. Ja, die Letztes Jahr. Ach man, bin ich dieses Jahr immer derjenige, der es falsch macht, ne? Wollen wir eine Pinkelpause machen oder wollen wir weitermachen? Ja, können wir gerne. Weiter. Oh ja, stimmt, du musst, stimmt, die Mutter. Na gut, dann machen wir weiter. Okay. Nein, wenn du musst, dann geh. Ja, sicher, wir wollen ja hier nicht verantwortlich sein für... Aber wenn du solche Fragen stellst, dann musst du natürlich mit einer Antwort rechnen. Bin gleich wieder da. Ja. Gut, dann machen wir schon mal weiter, also... Sabrina übernimmt jetzt die Moderation. Ja! Heute nehmen wir Karl Walter Dies in die Hall of Fame auf. Alle wichtigen Informationen über den gebürtigen Österreicher erzählt euch jetzt wie immer Henrike und André. Erzählen. Grammatik, genau. Ich nicht gut sprechen Deutsch. Ach ja, nochmal. Sorry. Heute nehmen wir Karl Walter Dies in die Hall of Fame auf. Alle wichtigen Informationen über den gebürtigen Österreicher erfahrt ihr wie immer von Henrike und André. Geschickt umgangen. Du kannst ja doch Grammatik. Ja. Ja, so steht's auch bei mir auf dem Zettel. Das erste war dann zum Schluss improvisiert. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen in unserer zweiten Rezension für das Unrecht. Nee, gegen das Unrecht. Das ist Unrecht. Ja. Schießt alle Pferde, los jetzt. Das wäre nochmal. Lass es so, bitte. Eine Idee für eine neue Serie. Ja, bitte lass es so, genau so. Das merkt keiner. Danke. Wieso danke? Das war eigentlich für mich, aber egal. Nochmal. Ein Mann, ein Computer. Der Beginn des Hörspiels ist für Pferde- und Tierfreunde sehr emotionell. Emotionell. Nein. Emotional. Da steht emotional, nicht emotionell. Oh Mann, ey. Ja, und der Schluss. Und zu dem kommen wir jetzt. Ja. Wie hat euch denn... Moment, halt. Ja? Ich wollte noch was ergänzend sagen. Zum Beispiel bei den Filmations Ghostbusters war die Werbung zu den Hörspielen von Knight Rider drauf. Danke, jetzt hast du mir meine tolle Überleitung mit den Ghostbusters zerstört. Nee, du kannst es ja nachher entsprechend umschneiden. Zwei Leute, ein Gedanke. Ich hoffe doch, dass sie auch zu Ende gehört haben und nicht nur reingehört, damit sie euch eine gute Empfehlung für diesen Monat geben können. Lasst euch überraschen, was sie gemacht haben. Viel Spaß damit. Ich höre immer meine Hörspiele fürs Kassettenkind zu Ende. Ja, aber hören rein, darauf war das gut. Ja, ist ja gut. So, damit sind wir jetzt auch schon durch die 159. Ach, Mann. Du verabschiedest dich nicht nochmal, ne? Oder? Nein, ich könnte noch sagen, dass der Keller schon leer ist für unsere 150, weil Sven ja fleißig war, aber ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Gut. Außerdem hätte ja eigentlich Henrike mit der Verabschiedung anfangen müssen. Ich wollte schon was sagen, aber ich habe es mir unterdrückt.
Es ist so schade, dass sie nicht dabei war, weil ansonsten hätte ich nämlich bei den Kassettenkindern die Moderation abgegeben. Ja, 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 hätte ich gemacht. Das hätte ich genauso gemacht. Hä? Ja. Ich habe gerade eine lange Leitung. Wie war im was? Skript wo? Steht Henrike. Ach so. Als, der Moderator wechselt. Ah, alles klar.